Ja, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Vielen Dank, dass Sie alle so pünktlich zurückgekommen sind und wir jetzt weitermachen können. Es geht jetzt um die Friedensverhandlungen und den Friedensprozess. Was sind die Kosten und wer profitiert davon? Die afghanischen Verhandlungen und die globalen Interessen. 14.000 US-Soldaten sind derzeit in Afghanistan stationiert. Ungefähr 8.500 davon sind in der NATO-Trainingsmission integriert, in die auch die Bundeswehr im Moment ungefähr 1.300 Soldatinnen und Soldaten geschickt hat. Für die Taliban ist der Rückzug der internationalen Truppen eine der wichtigsten Forderungen. Aber nach dem vorläufigen Ende der Gespräche über einen Truppenabzug zwischen den USA und den Taliban im September ist völlig unklar, wie es weitergehen soll. Trotzdem gibt es einige Ansätze für einen Fortgang des Friedensprozesses. Die afghanische Regierung hat vor kurzem einen 7-Punkte-Plan für Stabilität vorgelegt, der eine Grundlage für mögliche Friedensverhandlungen umreißen soll. Zur gleichen Zeit hat China angekündigt, dass in den nächsten Wochen es innerafghanische Friedensgespräche mit Vertretern der Taliban, der Regierung, aber auch anderen afghanischen Politikerinnen und Politikern stattfinden soll. Und Russland, Pakistan und die USA haben das begrüßt. Die wichtigste Frage, die über allem steht, ist aber, wenn es möglich ist, mit den Taliban einen Frieden auszuhandeln und sie in eine Post-Konfliktordnung in Afghanistan integriert sind, wie demokratisch kann eine solche Ordnung dann sein und wie wird die Situation von Frauen in einer solchen Ordnung sein? Über diese Dinge möchten wir jetzt sprechen in den nächsten 2 Stunden. Dieses Panel ist eine halbe Stunde länger als das davor. Dafür gibt es dann hinterher aber auch ein Mittagessen. Ganz rechts von mir ist Markus Potzel, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und für Pakistan und vorher von 2014 bis 2016, nicht wahr? Deutscher Botschafter in Kabul. Ganz links von mir ist Professor Hans-Joachim Giesmann von der Berghoff-Stiftung. Rechts von mir Omid Nuripur, Parlamentarier von Bündnis 90 Die Grünen. Und links von mir Horia Mossadegh vom Conflict Analysis Network, einer Organisation, die sich für den Friedensaufbau einsetzt. Herzlich willkommen. Sie können gerne doch mal zur Begrüßung klatschen. Wir sind besonders froh, dass Sie gekommen sind und wir dieses Panel hier nicht als reine Männerveranstaltung abhalten müssen. Herr Potzel, vielleicht zu Beginn die Frage an Sie. Der Westen hat sich ja entschieden zu akzeptieren, dass die Taliban Teil einer neuen politischen Ordnung in Afghanistan wohl sein müssen. Ist das für Sie schwierig gewesen? Ich glaube, die Frage stellen Sie an die Falschen. Das ist ja nicht an mir, das schwierig zu finden. Letztendlich muss das afghanische Volk damit klarkommen. Wir haben also schon seit längerer Zeit gesagt, also wenn man zufrieden kommen will in Afghanistan, dann muss man mit den Taliban reden. Mit wem wollen Sie sonst reden? Taliban ist eine der Konfliktparteien. Insofern finde ich es auch richtig, dass die USA mit den Taliban reden über den Truppenabzug. Die USA haben dann auch immer die afghanische Regierung auf dem Laufenden gehalten. Ich glaube, die Sequenz, die ja durch die Trump-Tweets unterbrochen wurde, ist schon richtig. Aber das wird wohl also noch eine Weile dauern. Aber wie gesagt, dass die Taliban irgendwann an der Regierung beteiligt werden, das ist sehe ich als Notwendigkeit an, aber letzten Endes ist es an den Afghanen selber, das entsprechend auszugestalten. Jetzt ist es ja so gewesen, dass an diesen Gesprächen zwischen den USA und den Taliban und über den Truppenabzug die afghanische Regierung selber gar nicht beteiligt gewesen ist. Und Katar hat zwischenzeitlich versucht, parallel ein Forum, glaube ich, aufzumachen, in dem auch die afghanische Regierung an Gesprächen beteiligt ist. Das hat erstmal so nicht funktioniert. Und dann ist dann die deutsche Regierung, ich glaube, mit anderen Staaten auch zusammengekommen und hat in Doha innerafghanische Gespräche parallel zu diesen USA-Taliban-Verhandlungen organisiert, im Juli, soweit ich weiß. Könnten Sie ein bisschen darüber erzählen, wie ist das gekommen und wie ist das abgelaufen? Ja, das war Anfang Juli. Die
Die Idee kam auf bei einem Gespräch, was ich im Mai, Anfang Mai mit Botschafter Khalilzad in Doha geführt habe. Das sind Parallelstränge. Das ist kein Ersatz für die Verhandlungen, die die USA mit den Taliban über Truppenabzug und Garantien, den Terrorismus zu bekämpfen, führen, sondern das ist der Versuch gewesen und von meinem Begriff ein ganz erfolgreicher Versuch gewesen, Vertrauen aufzubauen, erstmals Taliban mit Vertretern auch der Regierung zusammenzubringen, aber es waren auch noch Vertreter der Zivilgesellschaft dabei. Wir hatten es geschafft, immer einen 20% Frauenanteil zu garantieren. Aber der Trick daran war, dass jeder oder jede in seiner und ihrer persönlichen Eigenschaft dort aufgetreten ist. Es war nicht die Regierung an sich und Harry Giesmann war, wir waren ja beide dort, wir haben das im Prinzip aufgezogen, die Kataris haben auch noch logistisch. Also das war die Bedingung der Taliban, dass die sozusagen nicht als Regierungsvertreter, genau, sondern als Einzelpersonen kommen? Ja. Weil die Taliban nach wie vor Verhandlungen mit der Regierung ablehnen. Und dieser Dialog, den jetzt China fortführen will, dieser Dialog, Ziel des Dialogs ist, dass das in nicht allzu ferner Zukunft mündet in offizielle Verhandlungen. Und dann ist aber Bedingung, dass die Taliban die Regierung offiziell anerkennen. Taliban sagen, das machen wir aber erst, nachdem wir diesen Deal haben mit den USA. Jetzt bleiben wir noch mal kurz in Doha. Das war, sagten Sie, das erste Mal, dass es in dieser Form stattgefunden hat. Was war denn dieses Mal anders, dass es überhaupt gelungen ist, ein Forum zu schaffen? Weiß auch nicht so recht, warum das gelungen ist, was die Kataris vorher nicht geschafft haben. Ich glaube einfach, dass wir als Deutschland schon eine Menge Vertrauensvorschuss genießen auf allen Seiten. Dass wir eben nicht als jemand wahrgenommen werden, der eine versteckte Hidden Agenda hat, sondern dass wir eben tatsächlich bemüht sind, die verschiedenen Parteien, die Konfliktparteien zusammenzukriegen und letzten Endes zufrieden in Afghanistan beizutragen, ist ja auch in unserem ureigensten Interesse. Ich meine, auch wir wollen nicht, dass unsere Soldaten da auf ewig sind und wir wollen, dass Afghanistan ein friedliches Land wird und mit seinen Nachbarn und anderen regionalen Mächten ein friedliches Auskommen hat. Insofern habe ich da vor allem wir beide, Harry Giesmann und ich, wirklich viel Vorbereitung da reingesteckt. Wir haben mit der afghanischen Regierung gesprochen, was nicht ganz so einfach war. Wir haben mit den Taliban gesprochen, was nicht ganz so einfach war. Aber letztendlich hat es geklappt. Und ich muss sagen, die zwei Tage in Doha waren überraschend dynamisch. Also wir hatten nicht gedacht, dass zum Beispiel, dass es ein Outcome-Document gibt, also ein Statement abschließend. Wenn die erstmal zusammensitzen, also die verschiedenen Konfliktparteien, da kann sich eine ungeahnte Dynamik entwickeln, das haben wir erlebt, auch gerade in diesen Breakout-Sessions, Mittagspause, Kaffeepause, wo dann wirklich gestandene Taliban-Leute, die teilweise in Guantanamo gesessen haben, mit Frauen aus der Zivilgesellschaft zusammengesessen haben und diskutiert haben, jeder sich wirklich seinen Schmerz von der Seele geredet hat. Ne? Das war ungeheuer beeindruckend zu sehen und die Quintessenz war eigentlich aus diesem Treffen, als dass beide Seiten gesagt haben, meine Güte, wir haben mit Fellow Afghans zusammengesessen, wir haben mit unseren Landsleuten zusammengesessen und nicht mit abstrakten Terroristen. Innerafghanisch ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen, die westlichen OrganisatorInnen und Diplomaten, die sind nicht dabei gewesen. Nee, wir wollten ja eigentlich, dass Harry Giesmann als Moderator dabei ist, selbst der musste dann rausgehen. Es waren wirklich nur Afghanen im Raum und das war sehr Feder, hat's von der Berghoff-Stiftung hat's moderiert, auch Afghaner und so soll es eigentlich sein. Dankeschön. Herr Professor Giesmann, Sie haben das als gewissermaßen als Auftragnehmer, als Stiftung für das Auswärtige Amt organisiert. Wie lief das genau ab? Wer ist da eingeladen worden? Wie haben Sie die überzeugen können, sich da an einen Tisch zu setzen, wenn das doch in den Jahren davor offenbar so schwierig gewesen ist? Also die Berghoff-Stiftung arbeitet schon seit einer ganzen Reihe von Jahren mit Akteuren in Afghanistan beziehungsweise Afghanen, die am afghanischen politischen Prozess interessiert sind. Und insofern war das jetzt keine Aktion, die im Frühjahr 2019 begonnen hat. Wir haben auch Wert darauf gelegt von Anfang an, und Markus Potzel weiß das ja auch, das Mandat von allen Seiten zu bekommen, diesen Prozess technisch zu unterstützen. Das war uns wichtig, weil die Berghoff-Stiftung in allen Friedensprozessen, in denen wir arbeiten, einen mehrparteilichen Ansatz verfolgt. Das heißt, Ansprechpartner für alle Konfliktparteien
sein will aus der Überzeugung heraus, dass Friedensprozesse in solchen komplexen, langwierigen, nach so langwierigen Spannungen und Kriegen nur durch eine große Beteiligung beigelegt werden können. Und uns ging es darum, für diesen Dialog eine hinreichende Inklusivität zu erreichen. Das heißt also, dass sowohl Vertreter der Taliban, der Regierung, aber auch der politischen Parteien und der Zivilgesellschaft in einen wirklichen Dialog miteinander eingehen würden. Masoud Karzai hat vorhin gesagt, es gab bisher noch gar keinen Friedensprozess. Ich glaube, das wird erst sehr viel später beurteilt werden können, wann dieser Friedensprozess begonnen hat. Aber tatsächlich war dieser Dialog in gewisser Weise ein Eisbrecher, weil er Parteien zusammengebracht hat, die seit über 20 Jahren, muss man sagen, nicht mehr miteinander oder überhaupt noch nie miteinander gesprochen haben. Der Einladungsprozess war interessant, würde ich sagen, weil die vorherige katarische Initiative, von der Sie gesprochen haben, ja unter anderem auch daran gescheitert war, dass es ein mehr oder weniger offener Einladungsprozess war, mit dem Ergebnis, dass natürlich jeder Afghane und jede Afghanin an dem Prozess teilnehmen wollten und sehr schnell die Zahl der möglichen Teilnehmer auf über 250 anstieg, ohne dass wirklich tatsächlich hinreichende Repräsentanz gewährleistet war. Und wir haben dann zu einem anderen Verfahren gegriffen, dass wir, wie gesagt, mit dem Mandat aller Parteien uns auch die Genehmigung geholt haben, auch die Einladungsliste zu beeinflussen. Und das war insofern gut, weil die Teilnehmenden eigentlich bis kurz vor Beginn des Dialogs noch nicht darüber Bescheid wussten, dass sie an dem Dialog teilnehmen würden. Das hat dann, als die Einladungen versandt worden sind, natürlich auch zu einer Reihe von Friktionen geführt, bei denen die nicht eingeladen waren. Das ist natürlich normal. Aber es sind in der Tat alle die wir eingeladen haben, gekommen. Und das ist im Ergebnis, glaube ich, mit der größte Erfolg, dass diese hinreichend repräsentative Gemeinschaft zustande gekommen ist. Und dann in der Tat, und das war die zweite Innovation, wir eigentlich keine Tagesordnung vorgegeben hatten, sondern gesagt haben, die Tagesordnung sollen die Teilnehmenden selber bestimmen, sodass in der Tat eigentlich ein offener, moderierter Prozess begann in Doha, bei dem zunächst sehr viel Zeit darauf verwendet worden ist, sich gegenseitig darüber zu informieren, wie die eigenen Erlebnisse und Erfahrungen in dem Konflikt gewesen sind. Und das war einfach notwendig für so eine Art initiale Vertrauensbildung für den Prozess, dass es eigentlich nicht darum geht, die Schuld zu suchen für das, was man selber erlebt hat, sondern den Krieg als solchen, als das große Problem der afghanischen Gesellschaft zu verstehen. Das ist eigentlich auch eine Lehre aus dem kolumbianischen Friedensprozess, wo eigentlich das gleiche Verfahren angewendet worden ist. Und es hat funktioniert. Und nachdem dann klar war, dass wir eigentlich diesen Dialog nicht wie ursprünglich geplant facilitieren konnten, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen ertragreicher geworden, haben wir frühzeitig dann eigentlich schon im Verlauf der ersten Sitzung beschlossen, den Vorschlag zu machen, eine Art Redaktionsgruppe zusammengesetzt, ebenfalls repräsentativ aus den verschiedenen beteiligten Gruppen, um ein Abschlussdokument vorzubereiten. Kein Abkommen, sondern einfach eine Willenserklärung, diesen Prozess fortzusetzen. Und da muss ich sagen, da war ich pessimistischer am Anfang. Und da hat das, was Botschafter Potzel eben gesagt hat, sehr viel dazu beigetragen, diese Gespräche zwischen den Sitzungen, tatsächlich auch die Gesprächsbereitschaft untereinander so zu verstärken, dass dieses Dokument zustande kam. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein Papier, aber es ist zugleich auch eine Referenz, auf die man sich berufen kann und die auch bei Verletzungen dafür herhalten kann, auch
als Rahmen gesehen zu werden, vor dem sich die Parteien, die dort beteiligt waren, auch wenn sie das als Individuen gemacht haben, sich verpflichtet haben. Also beispielsweise die Zivilisten zu verschonen und so weiter. Gab es denn Akteure, die Sie dabei haben wollten, bei denen es Widerstände gab, die gesagt haben, die Taliban massakrieren unsere Leute, mit denen reden wir nicht, und die Sie erst überzeugen mussten, das doch zu tun? Also eigentlich nicht in dem Einladungsprozess selbst, aber es gab eine Reihe von sehr emotionalen Momenten. Mein Kollege Basir Feder, der moderiert hat, kann das also als Augenzeuge auch sehr viel besser berichten als ich, bei dem unter anderem eine Frau aufgetreten ist, die gesagt hat, also dass ihre Kinder zum einen durch die Taliban, zum anderen durch die Amerikaner oder durch die Regierung zu Tode gekommen waren, und sie eigentlich diesen Dialog ansieht als ein Mittel zu verhindern, dass weitere Opfer in ihrer Familie zu beklagen sind. Das war ein sehr emotionaler Moment, vor dem sich auch niemand verschließen konnte. Es gab auch wirklich auf allen beteiligten Seiten einen sehr starken emotionalen Push, auch sich ernsthaft zumindest während dieser Veranstaltung mit möglichen konsensbildenden Positionen zu befassen. Ich meine, will Ihr Kollege sich vielleicht kurz einmal hinstellen, dass man ihn hinten auch sieht? Sie waren der Moderator bei diesen Gesprächen, von denen die ganze Zeit die Rede ist. Dass Sie vielleicht einmal, genau, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt gar nicht abwürgen an der Stelle, aber dann vielleicht noch einen Satz, wenn ich noch sagen darf. Ich glaube, man muss sehen, dass ein solcher Dialog, wie er dort stattgefunden hat, eigentlich nicht viel mehr leisten kann, als wirklich einen sozusagen beginnenden Vertrauensprozess in Gang zu setzen. Also er war natürlich mit alles, was heutzutage stattfindet, ob das die Gespräche, die in Moskau stattgefunden haben oder auch in China jetzt stattfinden werden oder auch dieser Dialog, alles ist überfrachtet mit großen Erwartungen, dass der Friedensprozess nun aber jetzt in die Gänge kommt und schnell zum Erfolg führen wird. Und man darf aber nicht übersehen, dass das Vertrauensverhältnis praktisch unter Null sich befindet, also sozusagen eingefroren ist, und das ist auch nicht anders zu erwarten. Und ein solcher Dialogprozess kann dazu führen, eben wie gesagt, wenn er inklusiv angelegt ist, Vertrauen zu schaffen. Das ist anders als Verhandlungen. Verhandlungen finden in einem sehr viel kleinerem Rahmen statt und zielen darauf, dass die Parteien ihre Interessen übereinander legen oder gegeneinander abwiegen. Und am Schluss kommt eine Vereinbarung raus, die unterzeichnet wird und die verifiziert wird und implementiert werden muss. Und erst während der Implementierung, wenn das funktioniert, wächst das Vertrauen. Das heißt also, Verhandlungen und Dialoge haben unterschiedliche interne Mechanismen. Und was wir im Augenblick in Afghanistan haben, ist, dass das ständig vermischt wird miteinander. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es bald einen Verhandlungsprozess gibt, aus dem auch dann vereinbarte Resultate hervorgebracht werden. Aber man muss sich auch darüber klar werden, selbst ein solches Abkommen wird den Frieden nicht bringen, sondern das bedarf eines weitreichenden, lang anhaltenden Dialogprozesses auch für die Zukunft. Ist das, um die Erwartung nicht zu überfrachten, auch eher zurückhaltend öffentlich kommuniziert worden? Nein, öffentlich kommuniziert, also wer sich mit Afghanistan beschäftigt, das wird jeden Tag alles Mögliche kommuniziert. Und das Problem ist eher hier, dass wir es nicht wie bei einem klassischen Aushandlungsprozess mit zwei klaren Parteien zu tun haben, sondern wir haben tiefe Risse, auch Interessenunterschiede auf beiden Seiten. Manchmal glaube ich, wir bräuchten eigentlich einen Verhandlungs- und Dialogprozess in Afghanistan, bevor man sich mit den Taliban hinsetzt, weil das Problem natürlich auch darin besteht, dass die Taliban mit den verschiedenen politischen Interessengruppen in Afghanistan
ich will nicht sagen spielen, aber die Risse, die existieren, ausnutzen. Und umgekehrt gilt natürlich das Gleiche auch, dass auch Parteien in Afghanistan selber versuchen, aus einem bilateralen Kontakt mit den Taliban Vorteile zu gewinnen im Kräfteverhältnis innerhalb des Landes. Und der Einzige, der dabei gewinnt, sind eigentlich die Taliban, weil sie sehr viel stärker erscheinen, als sie in der Wirklichkeit sind. Und die Parteien im Land sich selbst schwächen. Und wenn ich da noch ergänzend zu dem Panel, was wir vorher hatten, noch hinzufügen darf, ist tatsächlich auch der gegenwärtige Zustand nach den Wahlen jetzt nicht unbedingt eine Stärkung der afghanischen Position vis-à-vis den Taliban. Hurriya Mossadegh, Ambassador Potsdam said that there was a participation of 20% of women in these Doha talks. Do you think that, so almost as here, so do you think that for the conditions and the situation in Afghanistan, this was rather a success? Or do you think that if the negotiation or these talks should have a good impact, the participation rate should be much higher? Yeah, thank you very much. I believe that, what we as women groups were expecting to have much more, better and greater representation in the whole peace talks. But unfortunately, from the beginning, when the peace talks between Taliban and US started and then the talks in Moscow, they absolutely ignored civil society, they absolutely ignored women groups. And even aftermath, the other meetings that happened inside Afghanistan, whether by the diplomats or by the high-level dignitaries from other foreign countries, including foreign ministers or deputy foreign ministers or heads of the missions, unfortunately did it very little efforts to meet with the civil society and women groups. And what we think and what the conclusion we made out of the whole situation was because we as members of the civil society and human rights groups, because we don't have guns, because we don't threaten them, because we don't kill them, this is why they always underestimate us and they don't engage and they don't count on our voices. And we are always being seen as someone, they are not that important. We can deal with them at a later stage. But yes, I think with the group of women that were involved in Doha, I think we are at least pleased that we had some voices there and women were represented there. But at the same time, this is not a favorable situation for us and this is not acceptable at all. Because if you are making more than 50% of the Afghan population and if we have been the prime victims of the Taliban's policy, their anti-women policy, we should have had much better representation in the whole process. And we should have better representation in the whole process as well. And without, I think, anything below that is absolutely unacceptable, and I would say it's an insult to the injury. You said that women are the main victims of the policy of the Taliban. How do you feel about the situation where everybody's already happy about negotiating with the Taliban, leading to a possible order where Taliban will have a share of the power? Well, I think as an Afghan, I was very young when war started in Afghanistan. I have seen so much in my life, and as a girl, as a woman, and now as a mother, on daily basis, I'm experiencing violence. And I have lost very close family members in this 40 years of war. I have lost my brother, I have lost my cousins. And unfortunately, just 2 years ago, when one of my very close family members, they died in the funeral ceremony, the Maulawi asked, because a young person from my family, he is just turned 40, he was representing the family, the Maulawi said, oh, don't you have any elder? Unfortunately, no, we don't have any elder in our family. Because everyone, whether they were disappeared during communist regime, whether they were killed during the civil war, or whether something has happened to them. And the eldest one that we have is not even 50 years old. So this is the bitter reality for many Afghans in the country. And for us, peace is
like I would say it's a dream. It's a dream that we want to come true. But at the same time, we want to see how this dream is looking like. We want to see, we don't want that dream to turn into a nightmare to us. And this is really important for us. As an Afghan, we want to see that whether this peace is happening with the Taliban or with any other group, is this going to protect my basic and fundamental rights? Why we stood against Russia and fought? Because they were questioning and bringing under question our basic fundamental rights, which was freedom. Whether it's freedom of movement, whether it's freedom of speech, whether it's freedom of religion, whether it's, you know, all other freedoms that we as human beings, we are fighting for centuries, all those rights are being protected, or all those rights will be preserved or not. And this is like, even if you see, like in the past, it's not only Afghanistan, but in many other conflict situations, why it's important to bring the voices of every people who are involved in not only as parties to the conflict, but also people who are affected, like victims, like a woman, like a youth. And unfortunately, in this process, it's happening behind the closed doors between America and the Taliban, because America is looking for an exit strategy. And at the end of the day, they don't care. I, as an Afghan, I have seen other peace processes. In 1980s, when our ex-president, Dr. Najibullah, approached for a peace talks, and when the United Nations, Benin Sevan, and others, they made even a peace deal in Afghanistan. But unfortunately, that peace deal never led to peace to Afghanistan. This is why it's very important as an Afghan, and you have to give me the right to look in a doubtful eyes while I want peace, I want an end to the bloodshed, but at the same time, I want to see what this peace is going to bring to me and to my country and to my people. And I want to also see what is lying for us, who are being the guarantors of this peace deals, because the peace deals that happened in 1980s between Afghan Mujahideen, Iran, Pakistan, Russia, and USA, again, you know, in those peace talks, because as soon as the peace was signed, Pakistan and US governments, they came out and they said they are not abide by words or by actions or by the content of that agreement. If anything like that happens with the current peace talks, do you know how catastrophic it will be for the future of the country? Who is going to guarantee that peace? How we want to preserve that peace, how we want to deal with the local grievances, how we want to deal with the victims of the both sides. I'm not just talking about the victims of the Taliban. There were also people who have been victims under the Taliban, and who are there are people who have been suffering in those areas. How we are going to address all these grievances, and how we want to bring a cohesion and at the end of the day, a reconciliation among Afghans. And this is really, really key. If you think of the latest statements that you heard from the Taliban, is there any reason for you to believe that the Taliban might accept a situation or might agree to a situation where your basic and fundamental rights you mentioned are effectively protected? Unfortunately, no. And the reason that I would say so is because it's not enough if we say that Taliban has changed. It's not enough if we see that there have been a change in their policy. You want to see that in action. And what those action means, how many schools were reopened under the Taliban-controlled areas? How many aid workers or aid agencies are protected and you're able to operate in those areas? How many media outlets are able to work freely and raise their voices in those areas? How many women are able to really travel and go to work and go to school without being attacked or being fearing of being attacked? Just a few days ago, a bomb was planted near a girls' school in Tahar province, and it killed more than a dozen pupils and teachers.
We have seen attacks on electoral workers. We have seen attacks on media workers. We have seen attack on different other people that are, they have nothing to do with the war. They have nothing to do with the conflict. So we want to see at least some signals, some temptation by the group to show that they have truly changed. Just by saying it, you know, I wish I could have been as hopeful as my German fellows, but unfortunately, as an Afghan who have lived all my life in the war, give me the right to be doubtful, give me the right to be critical, and give me the right to also look at the whole situation both with hope and fear. Thank you. Und mit Nuripur, Sie hatten die Bundesregierung ja aufgefordert, sich stärker zu engagieren, auch vor dem Hintergrund dieser USA-Taliban-Verhandlungen, bei denen die afghanische Regierung ja ausgeschlossen war. Sind diese Doha-Gespräche, die Botschafter Potzel und Herr Giesmann organisiert haben, ungefähr das, was Sie sich da vorgestellt hatten als Engagement? Das hängt vom Ergebnis ab. Ich würde gerne kurz erklären, warum ich ein bisschen aufgeregt bin. Das eine ist, bei Afghanistan fühle ich mich als Oppositionspolitiker ein bisschen verloren, weil die Bundesregierung macht da immerhin irgendwas. Es gibt so viele andere Fälle, wo die einfach gar nichts machen. Deshalb kann ich da die Fundamentalkritik nicht einbringen. Herzlichen Dank im Übrigen für das Machen. Und das zweite ist, hier im Auditorium sitzen ungefähr die Hälfte der Leute, die ich immer anrufe, um irgendwas über Afghanistan zu erfahren. Heißt, ich bin jetzt eigentlich in der Prüfungsphase hier und bin ein bisschen aufgeregt. Aber die Antwort auf Ihre Frage ist, das hängt vom Ergebnis ab. Die Amerikaner haben im Umgang mit den Taliban die letzten seit 2001 drei harte Einschnitte gemacht, die die Geschichte Afghanistans massiv in die falsche Richtung gestoßen haben. Im Dezember 2001 Angebot einer bedingungslosen Kapitulation. Mir fehlt bis heute die intellektuelle Tiefe, um zu verstehen, wie man eine bedingungslose Kapitulation ablehnen kann. Ist aber passiert. Jetzt vor wenigen Jahren, als die Gespräche wirklich voranliefen, weil die Chinesen sie sehr erfolgreich facilitated haben, einfach Drohnenangriffe gegen diejenigen, die für die Taliban die Gespräche geführt haben. Das Ergebnis war, dass die neue Führung der Taliban weit härter drauf ist als die vorher. Und das dritte war der Tweet von Trump, weil die Gespräche vorher natürlich im Rahmen all der Ängste, die ich sehr nachvollziehen kann, sehr viel Hoffnung geschürt haben, die natürlich jetzt mit einem Tweet in den Boden gestampft worden sind. Die Frage, ob diese Gespräche erfolgreich sind, hängt davon ab, ob das, was bisher erreicht worden ist seit 2001, und nein, es ist weit weniger erreicht worden, was möglich gewesen wäre bei den aufgewandten Mitteln, aber ehrlich gesagt auch nicht wenig trotzdem, ob das erhalten wird oder ob das zurückgeschoben wird. Um jetzt mal das im konkreten Beispiel nochmal aufzugreifen, was Frau Mostata gerade gesagt hat, wenn die Taliban sagen, wir haben nichts gegen Mädchen, Schulen, weil sie gemerkt haben, dass das internationale Aufmerksamkeit zieht, dann ist es hilfreich zu gucken dort, wo die sogenannten Schattengouverneure zurzeit de facto auch die Gouverneure sind, ob es da Mädchenschulen gibt im Hinterland von Dasht al-Maghar. Und ich glaube nicht. Und deshalb ist die Frage eine, die man tatsächlich physisch erarbeiten muss, wo es Safety Guards geben muss, wo es Mechanismen geben muss, um zu überprüfen. Ich weiß, wie kompliziert das ist. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber genau deswegen braucht es ja eine starke afghanische Regierung und dann Friedensgespräche mit großem Tamtam zu führen, um die Autorität dieser Regierung, egal was man von ihr hält, so zu untermauern, so untergraben, wie es die Amerikaner gemacht haben, ist exakt das Gegenteil von dem, was dieses Land braucht. Ich würde das gerne von Ihnen auch noch mal hören. Wenn man sich jetzt vorstellt, es geht jetzt erstmal weiter, die Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban gehen weiter, danach gibt es vielleicht formale oder formelle Friedensverhandlungen und der Westen beteiligt sich, unterstützt, moderiert, zahlt womöglich. Wie ist das für Sie als Grüner sozusagen dann mitzuwirken an einem Staat, der möglicherweise an entscheidenden Stellen von den Taliban mitregiert wird? Ist das so eine administrative Frage, dass man nachzählen muss, so und so viele Schulen haben sie aufgemacht, dann ist es vielleicht irgendwie okay? Gibt es da rote Linien, wo Sie sagen würden, also wenn das passiert, dann sind wir raus? Also nochmal, die roten Linien sind das bisher Erreichte. Und das sieht man nirgendwo so dramatisch qualitativ wie quantitativ anhand der Frage der Frauenrechte, ob das bisher Erreichte wirklich jetzt einfach preisgegeben wird, weil dann wäre es nicht mehr erträglich. Ja, es ist auch so emotional ganz schwer zu ertragen, ehrlich gesagt. Aber ich muss einfach eingestehen, dass das notwendig ist, diese Gespräche zu führen. Ich verstehe all diejenigen, die sagen, ich will aber nicht. Aber ich verstehe, wie gesagt, auch, dass es einfach eine riesige Kriegsmüdigkeit im Land gibt. Ich war einer der Ersten, die damals sich lustig gemacht haben über Kurt Becks moderate Taliban. Ich bleibe immer noch dabei, dass die Kritik an dem Wort moderat richtig war. Nichtsdestotrotz waren die Gespräche nicht gibt.
Weil ich nicht genau weiß, was er damit meint. Ich meine, es gibt natürlich viele Schattierungen des Extremismus, aber am Ende des Tages reden wir über Leute, mit denen man reden muss. Nochmal, ich will hier die Arbeit auf keinen Fall hier kleinreden, die ist immens. Und wenn es gerade Situationen gibt, die sowas so wie eine Anmutung haben von Aufarbeitung, ist das sehr, sehr signifikant und mehr als ich erwarten kann. Aber trotzdem ist das emotional ganz schwierig. Aber ehrlich gesagt gibt es noch eine zweite emotional ganz schwer zu ertragende Seite, nämlich der Fokus, den wir haben als Westen. Und ich wünschte mir, und das ist sozusagen die zweite Hälfte der Antwort, inwieweit das erträglich sein kann, wenn wir über Afghanistan reden und wenn wir initiativ sind, wegen Afghanistan ist prima. Aber ganz vieles, was der Westen, und damit meine ich nicht nur meine Regierung, tut, ist auf der einen Seite geprägt von Wahlterminen im eigenen Land, auf der zweiten Seite mit der Frage verknüpft, wie schaffen wir es, dass keine Flüchtlinge kommen. Dann hat das was mit der Regionalpolitik zu tun, der Mächte in der Gegend. Und dann hat es natürlich auch was mit dem ganz großen geopolitischen Spiel zu tun, bei dem die Russen zeigen wollen, dass ihr Pax doch einfach mehr wert ist als Pax Amerikaner. Das hat alles mit Afghanistan nichts zu tun, heißt aber am Ende des Tages, dass wenn es darum geht, was in diesem Vertrag drinsteht, man dann bereit ist, dann auch doch darauf das bisherige zu erreichen, weil wenn der Amerikaner doofer aussieht als der Russe, ist doch viel mehr wert als die Frage der Rechte der Frauen. Und das sind dann tatsächlich auch meine persönlichen emotionalen Punkte, wo ich sagen muss, davon hängt ab, ob dieser Friedensschluss, wenn er denn kommen sollte, tatsächlich erträglich ist oder nicht. Sie haben vorhin gesagt, Sie verstehen alle, die nicht mit denen sprechen wollen, auch wenn Sie sagen, man muss mit denen sprechen. Welche Akteure sind das denn, von denen Sie da Unwillen wahrgenommen haben? Sind das eher innerafghanische Akteure, die nach so vielen Jahren des Krieges da nicht bereit sind, diese Gespräche aufzunehmen? Oder sind das eher Akteure auf Seiten des Westens? Nein, das sind in erster Linie die Leute, die wirklich biografisch so viel zu erzählen haben. Das sind Leute, die so viel gelitten haben, die Familienmitglieder verloren haben, die erlebt haben, die Zeit Anfang der 90er bis 2001 und die sagen, Leute, nicht nur bis 2001, sondern auch danach gab es so viele Verluste, die es gegeben hat in meiner eigenen Biografie, in meiner Familie, in meiner Stadt. Ich ertrage das nicht, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist es die Aufgabe der Politik, am Ende auch die Wege zu gehen, die notwendig sind, auch wenn sie nicht leicht zu ertragen sind. Das ist kein Afghanistan-Spezifikum und deshalb nochmal danke für die Arbeit, die Sie machen, Herr Potzel. Und dir muss ich sowieso nicht sagen, das machst du den ganzen Tag mit allen Ländern. Aber ich verstehe nochmal die Leute, die sagen, ich halte es nicht aus und die dann aus dem Raum rennen. Wenn Sie mal so nach vorne denken, es geht jetzt alles seinen Gang, es läuft vielleicht eher ganz gut was man erwarten kann. Was könnte da am Ende für eine Ordnung stehen? Wie viel Scharia wird da drin sein? Wie viel Islamismus wird da drin sein? Das weiß ich nicht und ich wünschte mir auch, dass am Ende des Tages es so ist, dass da jemand zwar moderiert, der Afghaner ist, aber die anderen alle ausgeschlossen werden, damit die das miteinander ausmachen können. Und dann es tatsächlich auch dann tragbar ist, auch für die Frauengruppen. Das ist das Zentrale. Ehrlich gesagt, die Frage der Souveränität Afghanistans ist die letzten 18 Jahre so dermaßen auf- und terminiert worden, auf so oft, auf so viele verschiedene Art und Weisen. Ich meine, wir waren total stolz darauf, dass wir Lead Nation waren bei der Polizeiausbildung. Andere waren Lead Nation da. Wann war denn eigentlich angedacht, dass wir mal darüber nachdenken, wo die Afghanen in Afghanen Lead Nation sind? Und deshalb ist diese Frage sozusagen am Ende eine, wo ich eine feste Meinung dazu habe für meine Beurteilung. Aber ich wünsche mir, dass das am Ende, es kann nur funktionieren, gerade wenn es darauf hinläuft, dass es ein tragender Friede ist, bei dem auch die Menschen in Afghanistan untereinander sich in die Augen gucken können, dass die das auch miteinander ausmachen. Und gerade dieses Gebot der Souveränität ist verdammt oft verletzt worden die letzten Jahre. Wenn darauf basierend, auf diesen Verletzungen jetzt wiederum Friedensschluss zustande kommt, wird er nicht lange tragen. Also das ist sozusagen, die afghanische Souveränität ist das eine, die andere ist natürlich die Frage, wie der Westen und seine Militärpräsenz da in Zukunft aussehen. Können Sie sich vorstellen, dass die Bundeswehr auch dann an Ausbildungsmissionen noch im Land ist, wenn es darum geht, Taliban, die dann Teil einer neuen regulären Armee sind, auszubilden? Das weiß ich nicht, auch nicht nur emotional nicht, das weiß ich auch politisch nicht. Das hängt maßgeblich davon ab, was am Ende die afghanische Seite von uns will. Ich bin ja einer der wenigen in meiner Fraktion, die weiter dem Einsatz zustimmen. Ich verstehe auch alle Leute in meiner Partei, die damit Schwierigkeiten haben. Aber ich stimme dem zu, weil ich mit meinen afghanischen Freundinnen und Freunden und auch mit den Offiziellen rede und die mir relativ genau erklären können, warum sie glauben, dass es uns weiterhin dort braucht, unsere Präsenz. Wenn das weiterhin so ist, dann kann ich mir das vorstellen. Allerdings muss ich auch sagen, die Vorstellung, es gibt einen Friedensvertrag, der ganz viele Mängel nochmal in der Peripherie, dort wo die Taliban das Sagen haben, auch unterminiert und wir stimmen im Deutschen Bundestag dem zu und 4 Wochen später gibt es dann Steinigungsvideos aus Helmand,
bei denen dann quasi diejenigen auch quasi direkt oder indirekt beteiligt sind, die in Kabul dann am Kabinetttisch sitzen, das wird nicht wirklich einfach hier durchzustehen sein. Ich weiß auch nicht, ob das etwas ist, was ich emotional mir vorstellen kann. Aber nochmal, die Situation jetzt ist eine überfällige Übergabe der Verantwortung in afghanische Hände, und zwar in erster Linie in die Hände derjenigen, die auch dafür die Legitimität haben. Und egal, wie ich die Regierung finde und egal, was sie die letzten 5 Jahre kaputt gemacht hat an Vertrauen und egal, wie es gerade auch nach den Wahlen ausgeht, da hat, ist ja gerade gesagt worden, wie schwierig das ist, am Ende gibt es keine anderen legitimen Vertreter der afghanischen Bevölkerung. Vielen Dank. Herr Botschafter Potze, wenn Sie jetzt auch an die nächsten Monate oder vielleicht auch an die nächsten Jahre denken, es gibt möglicherweise dann eine Regierung, die vielleicht mit einer schwachen Legitimität aus diesen Wahlen herausgeht. Trotzdem sind die natürlich diejenigen, die die Verhandlungen dann führen müssen. Wie sehen Sie denn in Zukunft die Rolle Deutschlands, die Rolle des Westens? Das, was jetzt in Doha passiert, das war eine rein deutsche Initiative, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigieren Sie mich, wenn nicht. Wie geht es jetzt weiter? Sagen, was tut Deutschland, was sollte der Rest des Westens an der Stelle? Und vielleicht lassen wir die USA mal außen vor. Gut, wir sind bereit, und eine moderierende, facilitierende Rolle zu spielen. Das heißt, wir können die Rahmenbedingungen schaffen, dafür, dass Afghanen mit Afghanen sprechen. Das haben wir in Doha gemacht. Das war zusammen auch mit Katar. Und natürlich habe ich auch mit Ambassador Khalilzad darüber gesprochen. Die USA haben dann eine Rolle gespielt, klar. Aber es gibt andere Länder, die da gern sich auch engagieren, zum Beispiel Norwegen. Es war klar, in diesem Abkommen, was die USA mit den Taliban getroffen hätten, stand drin, dass 10 Tage nach Unterzeichnung dieses Abkommens die innerafghanischen Verhandlungen in Oslo beginnen sollten. Also Oslo war praktisch schon gesetzt als Veranstaltungsort. Mich würde wundern, wenn das jetzt anders werden würde. Wir haben seitdem, also auch schon im August, im September, mit den Norwegern ganz, ganz eng zusammengearbeitet und haben schon Konzepte entwickelt, wie man dort die Verhandlungen gestalten könnte. Und diese Pläne sind in der Schublade, die können wir wieder rausholen. Wenn denn Khalilzad das Mandat von seinem Präsidenten wiederbekommt und erneut verhandeln kann, darf mit den Taliban und es dann auch zu einem Abschluss kommt. Dieser Abschluss, wie gesagt, ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung, dass überhaupt erst innerafghanische Verhandlungen aufgenommen werden können. Und dann, ja, dann werden wir weitersehen. Andere Länder bringen sie ein, was gut ist. Ich meine, ohne Pakistan, ohne Iran, Indien, Russland und China wird es keinen Frieden geben. Insofern begrüßen auch wir alles, was an Engagement da gebracht wird, um diesen Prozess voranzubringen. Dieser Abschluss, von dem Sie gesprochen hatten, würde das sämtliche amerikanischen Soldaten umfassen oder geht es nur um die, die nicht in der, ist das die Ausbildungsmission, die nicht Teil der Ausbildungsmission sind? Also da müssen Sie meinen amerikanischen Kollegen fragen. Also die, ich bin da in die, ich erstmal war ich bei den Verhandlungen nicht dabei und dann weil ich kenne auch die letzte Version dieses Abkommens nicht. Ich weiß nur, dass solange die Amerikaner ein Mindestmaß an Truppen im Rahmen der Resolute Support Mission da haben, auch wir dabei sein werden. Aber wenn ja, dann wird man sehen, wie das ausgeschaltet wird. Ich habe deshalb gefragt, weil in der Tat auch die Bundeswehr beteiligt ist. Hätte das dann zur Folge, dass automatisch auch das Kontingent abgezogen würde? Also automatisch nicht. Da will ich auch dem Bundestag nicht vorgreifen. Natürlich hätte es Auswirkungen, klar. Ja. Wenn Sie jetzt auf das... Ja, bitte. Die Frage der weiteren Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan hängt logistisch, wirklich logisch an den Amerikanern. Und zwar deswegen, weil die Europäer das alleine gar nicht können. Und da rede ich über ganz basale Dinge wie, wenn es losgeht, wenn es schief geht, kann man evakuieren oder nicht. Und das kann die Bundeswehr nicht. Das können die Europäer nicht alleine. Und das heißt, wenn die Amerikaner komplett raus sind, dann ist das, was ich vorhin gesagt habe, das hängt vom Willen des afghanischen Volkes ab, ein Stückchen Makulatur, weil wir es physisch nicht mehr hinkriegen werden. Was im Übrigen auch bedeutet, dass wir mal darüber nachdenken sollten, in Zeiten, in denen der amerikanische Präsident mit einem Tweet haufenweise Arbeit aller zerstören kann, inwieweit wir dann bereit sind, auch darin zu investieren, dass wir auf eigenen Beinen stehen können. Dankeschön. Wenn Sie jetzt auf die Wahlen, da werden wir nochmal über die Wahlen sprechen, es ist offen, wer da jetzt am Ende als Wahlsieger herausgeht oder wer die Macht behält. Wie schätzen Sie die beiden denn ein? Ist es mit denen machbar, eine vielleicht auf Grundlage dieser in China jetzt anstehenden Runde voranzukommen in der Frage?
Ja, also ich war jetzt vorletztes Wochenende gerade wieder in Kabul, habe mit allen maßgeblichen Politikern dort gesprochen. Alle versichern mir, dass sie natürlich friedensbereit sind und das war auch Thema im Wahlkampf. Natürlich ist es so, wie Professor Giesmann schon gesagt hat, die Regierung oder wer auch immer diese Wahlen gewinnen wird, die Regierung ist im Moment geschwächt und wenn es zu einer zweiten Wahlrunde kommen wird, dann wird es die nicht mehr in diesem Jahr geben. Das heißt, diese Lame Duck Phase wird sich dann bis weit ins nächste Jahr hineinziehen. Das trägt jetzt nicht unbedingt zur Stärkung der Position der Regierung bei. Aber es ist ja nicht nur die Regierung. Also wenn aus aus Kabul eine Delegation zu den Friedensgesprächen dann reisen wird, sei es in Oslo, sei es woanders, dann ist das ja eine sehr heterogene Truppe. Die ist ja viel heterogener als die Taliban. Die Taliban, sie sind ethnisch relativ homogen, ideologisch homogen. Die sind durch 9 Runden Verhandlungen gegangen mit den Amerikanern. Die sind auch da, haben Erfahrungen sammeln können. Ja? Die wie auch immer zusammengewürfelte Truppe da aus Kabul gar nicht haben kann. Insofern auch ganz wichtig, dass die Berghof-Stiftung da weiterhin auch Training anbietet. Aber Sammelsurium von verschiedenen Interessen, Ethnien, Backgrounds zusammenzukriegen und in einer Verhandlungstruppe zu reflektieren, das ist ungeheuer schwierig. Und da hat die Kabul-Verhandlungsteam, so nenne ich das mal, ist ja nicht nur die Regierung, aber da hat Kabul einfach einen komparativen Nachteil. Dankeschön. Frau Mossadegh, vielleicht mögen Sie auch noch was dazu sagen. Wie schätzen Sie die Fähigkeit, how do you estimate the ability of the future government of Afghanistan to conduct these negotiations? Maybe if you think on the Chinese offer for peace talks in China in the next weeks, but also beyond that. Well, I believe that of course, everything is now hanging on balance, unfortunately, in Afghanistan, because we are waiting for the results of the elections and anything else. But at the same time, again, same as Taliban are a reality in the Afghanistan war, the Afghan government is also a reality of this country. And without involvement of the government as a party to the conflict, as a government, whether they came with 1 million vote, 800,000 vote, or 10 million votes, still you have to involve them in that negotiations. And still they have to be, at one side of the table. Like, I don't think we will have a sustainable peace in Afghanistan if one party to the conflict is totally neglected or refused to not to take part in those negotiations, because at the end of the day, Americans will leave, Germans will leave, NATO will leave, but then it will be the Afghan government, Taliban, people, and everyone else involved. So for that reason, I wouldn't say, like, of course, there have been enough discussion about any government that comes forward, it will not have a big or a stronger, I would say, representation. But at the same time, we have to involve the government and they have to be on one side of the table. And second, what we also always forget is, we have to bring other groups, because what I have seen, unfortunately, in Moscow, it was the same warlords. They were the same people who were sitting in Bonn Agreement. They were people who are sitting in every single, whether there is a political debate, whether there is a peace talks, where there is a issue about war, about the elections, and whatever. We Afghans are fed up because Taliban rose as a result of those groups. They were the ones who created the Taliban. And now we are again being put and threw into the mercy of the warlords and the Taliban. And that has to end at some point. And one thing more, while we keep talking about the peace, in the past, at least in my lifetime, I have seen so many amnesty laws, so many peace talks, so many negotiations, and so many things has happened at different regimes and different levels. But why none of them really led
to peace and stability in Afghanistan because we are really forgetting the component of justice and accountability. What many people see in Afghanistan, I'm just not referring to the Taliban, I'm referring also to the warlords, I'm also referring to the government and to everyone else, the more you kill, the more leverage you have. We in Afghanistan, we are saying that if you kill 1%, you will end up in prison. If you kill 10%, you will end up in mental hospital. If you kill over 1,000, whether you are president, vice president, a minister, or a member of the parliament. That cycle, that vicious cycle of immunity and impunity to the war crimes, to the crimes against humanity, has to end at some point. Because otherwise, I can tell you from this podium, without justice, without accountability, without adding the component of justice and accountability, we will not have a durable peace. Because yes, peace is very important to us, but at the same time, we want to see that at least not everyone involved, some of them were brought to justice. And that justice could be anything. We don't want people to go and get executed and hanged on public views so people can see, oh yes, he got killed and now the justice is preserved. Justice could be anything. Justice could be from pardoning, from asking for forgiveness from the people, from a fair trial, from, you know, at anything. And without that component, without addressing the wounds that Afghans have sustained in the past 40 years, I don't think any peace will be sustainable. And then again, I would like to emphasize that peace, justice, and reconciliation. Justice is the only component that we have not tried in Afghanistan in the past 40 years. We cannot prescribe the same failed prescription on and on. We have to change our formula. If our formula has resulted in wrong answer, we cannot put the same formula again and again. We have to change our formula. And this time, this is the time that we should add some level of accountability, whether it comes to the Afghan government or to the American side or to the Taliban or any other people who are party to the conflict and who have created wounds, created distrust, and who have also affected the people of Afghanistan. Without that, I'm telling you, again, that vicious cycle of immunity and that sense of revenge will continue. If not Taliban, another group will emerge. Why Taliban started re-emerging after 2005 and they became very strong? Because they simply saw that the same warlords, the same human rights perpetrators who were involved in Afghan conflict, who caused so much civilian casualties, who destroyed the cities, who were involved in so many human rights abuses, they came back to power. So this is why we have to end that, and I would like to emphasize once more that we have tried all those formulas and the result didn't give us what we wanted. Please add justice and accountability to that. I'm sure this time the result will be different. If you think of a future negotiation or future talks, how likely is it that next time women might be better represented than they were before? And if you think of civil society in Afghanistan, which strategies or which options do you have to make sure there is a better representation of women? Honestly, if it wasn't for the noises that we women made, Americans have already signed the agreement with the Taliban. This is what I'm telling you with whole honesty. Because I think, with due respect to all my male colleagues, most of the men in Afghanistan were very much concerned about what position they are going to get with the government, whether it's the Taliban or the Ghani or Abdullah, rather than thinking about what that government will bring to us. It was the women who took those issues at the top level, at the international level. It was for this woman, we cried, we wrote, we campaigned, we knocked at every single door of the government, Taliban, diplomatic missions.
We reached out to the European Parliament, we reached out to the US Congress, we reached out to different levels to make sure that they are not treading on our rights. We wanted to make sure that if, because this peace talk is a lifetime opportunity for us, as we all acknowledge, in the past 19 years, we never had that opportunity that Taliban would agree to come on a peace negotiation. And I would like to acknowledge that this is a breakthrough and this is a historic moment for us. But at the same time, we want to see that the achievements that we have made, the sacrifices that we have made, they are not going in vain, and we have to keep and we have to protect them. So for that reason, I'm quite hopeful that with all the efforts that we are putting through and with all the pressures and also with the non-violent approaches that we have as women and civil society, at least we have some seats in the upcoming negotiation tables. Thank you. Herr Giesmann, es war jetzt die Rede von einer neuen Gesprächsrunde, die in China stattfinden soll. Die Formulierung, die da, von der da zu lesen war, ist sehr ähnlich wie die in Doha, nämlich innerafghanische Gespräche. Was ist davon zu halten und kann das vielleicht da anschließen, wo Sie in Doha aufgehört haben? Das würde ich sagen können, wenn ich wüsste, was das Design dieser Veranstaltung ist. Aber was ich aus Afghanistan höre von unseren Partnern, ist, dass die das auch nicht wissen. Also insofern ist die Frage zu früh gestellt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen so komplexen und komplizierten Prozess, ich schäme mich fast, Friedensprozess nicht sagen zu wollen, erlebt wie das, was wir in Afghanistan vorfinden. Es ist vielleicht intern ein bisschen vergleichbar mit Jemen und extern vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Korea, insofern als da viele regionale Köche versuchen, ihre eigenen Interessen auch zu verfolgen, ohne wirklich daran interessiert zu sein, was aus den jeweiligen Völkern on the ground wird. Aber es ist eine Mischung aus beiden und es ist eigentlich noch viel komplizierter. Das heißt also, man darf, glaube ich, auch nicht davon ausgehen, dass das, was notwendig ist nach so vielen Dekaden von Krieg, innerhalb einer berechenbaren Zeit zu einem Frieden führt. Ich meine, aus der Wissenschaft wissen wir, dass Friedensprozesse nach langanhaltenden Konflikten zwischen 5 und 15, der längste 23 Jahre gedauert hat. Ich weiß nicht, ob die Geduld in Afghanistan existiert, sich auf einen solchen Prozess wirklich einzulassen. Ich befürchte fast, dass das nicht der Fall ist, dass da sehr viel Ungeduld auch dann jetzt besteht, jetzt die Chancen zu nutzen, um dann möglichst schnell zu einem Frieden, dauerhaften Frieden zu kommen. Aber dafür ist das Vertrauen in der Bevölkerung einfach nicht da. Und das ist, wie gesagt, auch nicht so ein einfacher Prozess zwischen zwei Parteien. Also, dass jetzt viele verschiedene Formate entstehen, hat eben auch was damit zu tun, dass sowohl Akteure in Afghanistan als auch regionale Akteure versuchen, aus diesem Friedensprozess einen bestimmten Gewinn für sich selbst zu erzielen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Dialogbereitschaft an sich nicht bedeutet, dass die Parteien dann wirklich Interesse am Dialog haben, sondern sie sehen es auch als eine Alternative zum offensichtlich nicht erfolgbringenden gewaltsamen, also zur Anwendung von militärischen Mitteln an, um also auf anderem Wege dann die eigenen Ziele zu erreichen. Das ist nicht der Wille zum Kompromiss, sondern der Wille zum Sieg. Und dann gibt es auch Akteure, die gar keine Verhandlungen wollen, aber die das nur verbal im Mund führen. Und dann gibt es vielleicht aber auch solche, die sagen, ja wirklich, so viel Jahre sind genug, wir wollen Alternativen testen. Und ich habe alle diese verschiedenen Positionen in den vergangenen Monaten gesehen und kennengelernt. Und man sollte das auch durchaus ernst nehmen und versuchen, auch zu differenzieren, mit wem man reden kann und mit wem nicht. Vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht darf ich eine ganz kleine Anekdote aus dem kolumbianischen Friedensprozess mit anfügen. Also hat eine der Verhandlungsführerin zu mir gesagt, es war sehr viel leichter, einen Kompromiss am Verhandlungstisch zu finden, als anschließend das Ergebnis in meiner eigenen Gemeinschaft zu kommunizieren oder sie davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Auch das spielt für den afghanischen Friedensprozess eine große Rolle, wenn diejenigen, die am Verhandlungstisch Platz nehmen, mit großem Misstrauen, von großem Misstrauen begleitet sind in der Bevölkerung, dass sie vielleicht
nur ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht die Interessen Dritter. Also der Dialog in China, wir werden es sehen, was da herauskommt. Schlussendlich denke ich, werden die Parteien in Afghanistan zum einen überlegen müssen, wie viel Eigenverantwortung sie selbst tragen wollen und übernehmen wollen. Und zum anderen, wer die Freunde sind in dem Prozess. Auch das muss man vielleicht dem Nachdenken überlassen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, seitdem wir gebeten worden sind, auch in dem Prozess zu unterstützen, ist, dass Deutschland interessanterweise einen sehr guten Ruf bei allen afghanischen Parteien hat. Und was uns immer wieder, was ich auch immer wieder gehört habe, war, es gibt zwei Gründe. Erstens, es gibt keine koloniale Geschichte und es gibt eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Deutschland. Und das ist vielleicht ein Ansatz, warum Deutschland eine gute Rolle spielen kann, auch in der Zukunft. Aber am Schluss würde ich eigentlich immer noch das sagen, was ich auch meinen afghanischen Freunden immer wieder sage, ist, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir werden euch nicht allein lassen, wenn ihr das wollt. Die schlechte Nachricht ist, ihr müsst es am Schluss allein machen. Wir werden es nicht tun. Und das ist die Situation, in der sich die verschiedenen Akteure auch entscheiden müssen, wie viel internationale Hilfe sie in Anspruch nehmen wollen und wo sie es selber alleine machen müssen. Sie sagen, Deutschland hat einen guten Ruf. Deutschland hat sich aber im Krieg gegen die Taliban beteiligt. Wenn Sie jetzt Sie sagen jetzt von dem chinesischen Talks oder Dialog, ist das Design noch nicht bekannt, aber es ist ja immerhin bekannt, dass es eine regionale Initiative ist von Akteuren, die jetzt nicht unmittelbar beteiligt gewesen sind. Ist das nicht vielleicht eine günstige Ausgangsvoraussetzung? Also es ist jetzt nicht so, dass China keine Interessen in Afghanistan hätte. Also das würde ich jetzt nicht, insofern würde ich sagen, Unbeteiligte wohl nicht, aber das ist vielleicht wirklich das Problem, dass man sich genau angucken muss, welche Interessen denn die regionalen Akteure haben. Und man muss aber auch gleichzeitig sagen, ohne eine, und das ist dann wiederum die Parallele zu Korea, ohne eine konstruktive Haltung der regionalen Akteure für den Friedensprozess wird es keine guten Rahmenbedingungen geben. Das betrifft nicht nur China und Russland, da beobachte ich auch ein gewisses Maß an Geschichtsvergessenheit im Übrigen. Das betrifft auch Pakistan, Indien, auch die sozusagen die zentralasiatischen Länder, die zum Teil auch über große Diasporas verfügen. Also ein regionaler Prozess ist auch notwendig. Am Schluss aber bin ich davon überzeugt, dass ob es Frieden gibt in Afghanistan, wird abhängen ausschließlich vom afghanischen Volk selber. Dankeschön. Herr Potzel, jetzt hat die Regierung vor kurzem einen 7-Punkte-Plan für Stabilität, also bekannt gegeben eigentlich nicht, der ist irgendwie so hintenrum geleakt worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie sind ja auch Sonderbeauftragter für Pakistan. Pakistan wird da explizit als Wurzel allen Übels genannt, Root of all Problems. Was ist von diesem 7-Punkte-Plan zu halten und wie muss man sich eine Integration Pakistans in den Friedensprozess vorstellen, wenn sie von der Regierung so gelabelt sind? Also erstmal ist es ja gut, dass die afghanische Regierung versucht, die Initiative zurückzuerlangen. Und als solches sehe ich auch den Friedensplan, also diesen 7-Punkte-Plan. Der ist natürlich innerhalb der Regierung noch nicht so richtig abgestimmt. Also der Regierungsvorsitzende Dr. Abdullah hat das dann auch als Vorschlag, als Proposal deklariert und später auch zurückgewiesen. Wie gesagt, es ist gut, dass die Regierung sich Gedanken macht, mit Ideen kommt. Da sind ein paar Defizite dabei. Also mit solcher Sprache zu Pakistan, mit solcher Einstellung auch zu Pakistan, ich glaube, da wird man nicht viel weiterkommen. Also Pakistan konstruktiv zu engagieren, das ist wichtig. Da gibt es Ansätze, die in letzter Zeit wieder ein bisschen verwässert wurden, aber das gibt keine Alternative zum guten Auskommen zwischen Pakistan und Afghanistan. Ein weiterer Defizitpunkt ist sicherlich die gut gemeinte Idee, dass doch die afghanische Regierung mit Amerikanern selber über den Truppenabzug verhandeln kann. Das macht insofern auch, es macht Sinn, wenn man sich überlegt, dass ja die Basis für die Truppenpräsenz
das Bilateral Security Agreement mit den Amerikanern ist, was die afghanische Regierung unterschrieben hat, und das Status of Forces Agreement mit der NATO, was die afghanische Regierung unterschrieben hat. Nur glaube ich, bei so einer Lösung, das würde die Taliban relativ wenig beeindrucken und die würden sich daran sicherlich nicht gebunden fühlen. Insofern, das ist für mich auch die logische Begründung, warum es einfach wichtig ist, dass die Amerikaner wieder mit den Taliban verhandeln und zu einem Abschluss kommen. Sagen wir mal so, es ist ja auch in der afghanischen Regierung nicht ganz unumstritten, welche Strategie nun verfolgt wird. Man hört jede Menge Bekenntnisse zum Frieden, aber es gibt durchaus auch dort Stimmen, die sagen, den Krieg, den gewinnen wir schon noch. Also das, da muss man mal wieder darauf einwirken und den Afghanen sagen, hör zu, dieser Krieg ist militärisch nicht lösbar, es ist wirklich nur politisch lösbar, aber ein Automatismus ist das nicht. Ne? Immer noch mal ganz kurz bei Pakistan, würden Sie denn sagen, das ist völlig aus der Luft gegriffen oder dass die Anwürfe, die hinter dieser Behauptung, das sei das die Wurzel allen Übels, dass sie sozusagen ein Host für die Taliban seien, dass da was dran ist? Ich meine, gut, wir wissen ja, wo die Führung der Taliban sitzt. Das ist nicht, ich spreche jetzt nicht von Doha. Ne? Also das, aber natürlich haben auch wir als Westen einen gewissen Anteil daran, wie die Taliban praktisch zu dem geworden sind, was sie sind. Ne? Ich meine, Omid Nuripur hat das gerade so angerissen, aber das können wir dann wirklich noch tiefen Analyse betreiben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass it takes two to tango. Also ich meine, mir erschließt sich bis heute nicht, warum die afghanische Regierung beispielsweise die sogenannte Durand Line nicht als Grenze anerkennt. Ne? Ich meine, wenn man das fragt, das ist wie ein Stich ins Wespennest. Ne? Das kann sich ein afghanischer Politiker so richtig nicht erlauben, wenn er nicht politischen Suizid betreiben will. Aber natürlich, das ist ja bei uns auch nicht anders, Politiker müssen natürlich auch ihr Volk davon überzeugen, von bestimmten Ideen. Also da fühlen die Pakistanis sich wiederum nicht, würde ich sagen, bedroht, aber doch unverstanden. Also man muss auch sehen, die Pakistanis haben auch ihre Ursachen oder ihre Grievances, ihre Klagen und ihren Kummer. Es gibt Ansätze, es gibt wirklich gute Ansätze zwischen Pakistan und Afghanistan. Ich meine, der General Bajwa war im letzten Jahr, nee, in diesem Jahr zweimal in Afghanistan. Der Präsident Rani war in Islamabad im Juni. Also das ist ja nicht so, man kennt sich ja. Ne? Man weiß auch ungefähr, wie man zu einer Lösung kommen kann. Allein der politische Wille ist entscheidend. Es gibt dieses sogenannte APAPS, diesen Afghanistan-Pakistan Action Plan for Peace and Solidarity, ein clumsy name, aber den gibt es ja. Es gibt Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Also es ist ja nicht so, dass man nicht weiß, was man miteinander reden soll. Ne? Allein, wie gesagt, der politische Wille, ne? Der ist entscheidend. Dankeschön. Und Nuripur, Sie wollten ergänzen? Hier sitzen andauernd Leute im Raum, die hier sitzen überall Leute im Raum, die andauernd in Afghanistan sind. Ich war nur 15 Mal da. Und egal, worüber man redet, gerade mit politischen Entscheidungsträgern, man landet mit drei Sätzen bei Pakistan. Und ich will gar nicht diskutieren, ob es stimmt oder nicht. So, es gibt haufenweise Indizien für eine destruktive Rolle von bestimmten Sicherheitsdiensten in den Pakistan und Afghanistan. Aber das blendet eine Frage aus. Dieses permanente Reden über Pakistan blendet eine Geschichte aus. Es gibt zahlreiche Staaten auf der Welt, die schwierige Nachbarn haben, die sich halt darum bemühen, dass sie sich selber wappnen können. Und deshalb ist das Zentrale doch für Afghanistan, worum man nicht umherum reden sollte, ist, warum ist der afghanische Staat zu schwach, um sich gegen solche Aggressionen zu wehren? Und damit sind wir, und ich glaube, dass sozusagen diese permanente Ausrede einfach den Staat noch weiter schwächt. Und die Antwort darauf ist hier eigentlich mehrfach gesagt worden, das K-Wort hat noch gefehlt, das ist nämlich Korruption, aber bitte nicht, um Gottes Willen. Er sagte gerade Kaschmir. Ich meinte Korruption, die Schwäche, die afghanische Regierung leidet erstens darunter, dass wir als Westen vor 5 Jahren nach den Wahlen quasi eine Zwangsehe geführt haben. Ich wünschte mir, dass vielleicht sie sich jetzt auch diesmal darauf einigen, zusammen zu regieren, aber dass es nicht deswegen ist, weil der US-Außenminister vorbeifährt und sagt, ihr müsst es jetzt gefälligst machen. Zweitens durch Korruption und drittens, es ist gerade ja gesagt worden, die Frage der Straflosigkeit ist natürlich absolut fundamental für die Glaubwürdigkeit einer Regierung. Wenn einer unglaublich wichtig ist für die Regierung, weil seine Legitimität darin besteht, dass er im Jahr 83 oder 84
einfach mal einen Kampfverband der afghanischen Nationalarmee auf die Seite der Mujahedin geführt hat, um dann gegen die Russen zu kämpfen, dann reicht es einfach nicht. Und deshalb glaube ich, dass die zentrale Frage jenseits von Pakistan, das ist ein Sonderthema, können wir noch ein Panel darüber machen, bitte? Aber jenseits davon ist, warum ist die afghanische Regierung zu schwach und was können wir dagegen tun, wie können wir helfen und vor allem, was kann Afghanistan selbst dafür tun? Und dann hört es auch auf mit der Pakistan-Obsession, weil Afghanistan dann wehrhafter wird. Dankeschön. Wir haben einen Experten aus Norwegen zu Gast, der sich mit dem 7-Punkte-Plan für Stabilität befasst hat und speziell auch mit der Frage, was der mit einem möglichen Waffenstillstand zu tun haben könnte. Wenn Sie sich kurz vorstellen mögen und gern was dazu sagen könnten. Well, I'm not sure I can claim to be an expert on the 7-point plan, but one of the elements I've been looking at quite carefully is the issue of ceasefire. And I think it's interesting to zoom in on the ceasefire issue, because that's one that's been quite complicated in the talks. And fundamentally, the government has insisted on a ceasefire to proceed with anything. Now, there's not much to proceed with, of course, as long as the counterpart doesn't want to talk to the government anyhow. But nonetheless, that's been the position of the government, whereas the Taliban have made it very clear that they don't want to commit to a ceasefire. And I think it is interesting to try to understand why that is the case. We did touch upon this in the previous session when it came to the government's positions, but I think it's quite understandable that in the current situation for the Taliban, committing to a ceasefire first is not a very attractive proposition. If you think about it in strategic terms, I think you could even imagine that the Taliban would see a commitment to a lasting ceasefire as a trap, because it would immediately make life difficult for an organization whose main rationale is fighting, whose main glue is fighting, and who are very worried that once they lay down arms, internal splits start to occur. And of course, with the compromises that they will unavoidably have to enter into once they move from the battlefield to the political negotiation room, for real, that is very understandable. So that's one observation, I think, which I find interesting on the seven-point plan from the government. And I'm not always convinced, and I may even have alluded to this in the comment I gave in the previous session, I'm not always convinced that everybody who are insisting on a ceasefire are doing that for the reasons that they give. I think a ceasefire in many instances has become an excuse for avoiding really talking about the bigger issues. And the bigger issues are, of course, the peace process. And I hear Huria Mossadegh, I think you're very right. It's very, very difficult in the Afghan situation to imagine a peace process that doesn't entail compromises that most of us find absolutely unbearable. And I think you're also right that justice is a big part of this. The dilemma, of course, is that much of that justice has gone out the drain over the past 17, 18 years. And we now find ourselves in the ironic position that whereas most of Afghanistan's supporters are now very eager to negotiate with the Taliban, we also find ourselves in the situation where striking a reasonably acceptable deal with the Taliban is more difficult than ever. And that is a real dilemma. But I think we have to bring in the enormous suffering that the current fighting is costing in Afghanistan into this picture. And there's been relatively little reflection on that this morning. Afghanistan now has the very unenviable position on being the most deadly conflict in the world. In 2018, more people were killed in Afghanistan than in any other conflict. And I think 2019 is slated to be even worse. Well beyond Syria and Yemen, yes, by most counts. Yes, but that's a different situation which requires a different set of solutions. We can always discuss that, whether that is a war or something else. It's certainly a serious situation which requires a political response, undoubtedly. But I think that is the real difficult situation we're in, and
I'm not sure that is sufficiently appreciated either. I think the suffering that many people who end up ambiguously supporting the Taliban is also one part of the picture that we really need to at least understand. We may not fully sympathize with it, but we need to understand it. And we need to understand also the Taliban and how it ticks and why it thinks that it does strategically. Unless we think that the war is winnable. And I'm sorry, I don't. Thank you very much for this contribution. You wanted to give a remark? Yeah, I just wanted to say that, I emphasize that this peace talks is a lifetime opportunity for Afghanistan and for Afghans. And I said that earlier. And we never had that opportunity before. But what is also important for us is how we want to deal with our past. Someone who was a member of the Taliban and killed the son of someone and he wants to return back to that village, do you think it will bring peace? Someone who was in the government and they killed someone in that village that was a member of the Taliban or even were affiliated or something, do you think we will have peace? We have to deal with the local grievances. We have to deal with the justice component. This is why, unfortunately, what we are hearing is justice is simply a luxury that no one cannot afford it. But we have to afford it at one point, regardless of at what cost. And this is how we are going to gain the trust. We cannot bring everyone involved in that conflict to justice, but at least we have to start from somewhere. And this is, if we want peace, for any durable peace, justice has to be part of it. Without that, I'm telling you, it will not be possible. We have to end because we are suffering. We are losing our children. We are losing our family members. It is not joy to see every day the news coming and you just see someone has got killed, someone has got injured, explosions here, explosions there, bombs there. It is not a joy. We are not used to that. We have been living through this nightmare for the past 40 years, but we want to see justice and we want to see the people who are causing those harms are brought to justice, at least at some point. And I know in Bonn in 2001, unfortunately, the issue of accountability was dropped from the agenda. If there was the issue of accountability, I don't think we would have had the situation that we are having now. If on that time we didn't come with the excuse of good human rights abusers and bad human rights abusers, we would have had a different Afghanistan now. As my fellow speakers already said that, of course, Afghanistan is a very, very difficult and very complex conflict. But also, it's oversimplifying that will not help us, will not do us any favor. But at the same time, we have to start from somewhere. Herr Giesmann, Sie wollen was zu Petersberg sagen? Oder? Nein, ich wollte was, ich glaube, was Frau Mossadegh gesagt hat, at some point, ich glaube, das ist wichtig. Natürlich muss es muss Justice geben, es muss eine Form von Dealing with the Past geben. Die Frage ist, ob das die Voraussetzung dafür ist, in den Friedensprozess überhaupt einzugehen oder ob es Teil eines Gesamtprozesses sein muss. Ich komme wieder auf das Beispiel Kolumbien zurück. Dort wurde von Anfang an gesagt, nothing is agreed until everything is agreed. Sie kennen diese Formel natürlich aus den Taliban-USA-Verhandlungen. Aber der entscheidende Punkt war hier, dass am Anfang das Prozessdesign von allen Parteien verabschiedet und akzeptiert wurde und klar war, es ist ein Teil des Paketes. Aber es war nicht der erste Schritt, weil es ist so kompliziert und so schmerzhaft auch für alle Beteiligten, dass die Parteien, das war damals vor allen Dingen Präsident Santos, der gesagt hat, zunächst muss das Vertrauen in den Prozess entwickelt werden,
bevor diese wirklich schwierigen Fragen auch behandelt werden können. Und ich glaube, das ist von essentieller Bedeutung. Das bedeutet nicht, das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben, sondern nach den geeigneten Wegen von Justice zu suchen im Prozess durch den Dialog zwischen den beteiligten Parteien. Dankeschön. Herr Potz, Sie wollten dazu was ergänzen. Ich würde Sie gerne gleichzeitig auch noch was fragen. Und zwar, wir haben jetzt gehört, dass es unklar ist, was es jetzt in der ersten Runde heute Morgen, sehr unklar ist, was nach den Wahlen jetzt passiert, nachdem die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Es ist unklar, was jetzt in China passiert. Können Sie uns trotzdem ein bisschen was darüber erzählen, welche Pläne die Bundesrepublik jetzt vielleicht für die nächste Zeit hat, um diesen Prozess weiter voranzutreiben? Ganz kurz vorhin noch im Justice, sehr, sehr wichtig natürlich, aber sonst gibt es keinen anhaltenden Frieden. Aber ich möchte auch gerne noch den Begriff Vergebung reinbringen. Also es ist ein Begriff, der in jeder Religion eine große Rolle spielt. Ich glaube, ohne Vergebung, was vielen, vielen Menschen ein sehr großes Opfer, sehr schmerzhafte Opfer abverlangen wird. Aber das wird natürlich auch eine Rolle spielen müssen, genauso wie es ohne Kompromisse in einem Friedensabkommen, Friedensprozess nicht zum Frieden kommen wird. Also Kompromisse, die alle Afghanen eingehen müssen, die werden sich auch niederschlagen in sicherlich einer veränderten Verfassung. Die muss allerdings dann auch von allen, von den Menschen angenommen werden, zum Beispiel im Zuge einer Loya Jirga. Also wir setzen uns als EU, als Deutschland sehr dafür ein, die Errungenschaften, die es seit 2001 gab, zu schützen. Davon machen wir übrigens, werden wir auch unsere weitere Hilfe abhängig machen, auch finanzielle Hilfe für Afghanistan abhängig machen. Nur dürfen wir nicht übersehen, dass Kompromisse ein Teil eines Friedensabschlusses sein müssen. Und da haben wir relativ wenig zu sagen. Wie gesagt, wir können unser Geld einsetzen, unsere internationale Anerkennung, unseren Druck einsetzen. Aber Kompromisse müssen die Afghanen schon selber aushandeln. Wie geht es weiter? Ich beobachte gerade, und es härtet sich auch in Gesprächen, dass Botschafter Khalilzad, jetzt ist er wieder in den USA, aber schon in der Region rumgetourt ist und hat Ideen gesammelt, wie er seinen Präsidenten überzeugen kann, ihm das Mandat wiederzugeben. Dazu, ich meine, die Begründung von Trump, dass er diese Verhandlung abgeblasen hat, war ja der eine amerikanische Soldat, der da ums Leben gekommen ist. Das ist natürlich, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube, der Druck einfach in den USA selber auf den Präsidenten war so groß geworden, dass er einfach nicht anders konnte, als dieses Abkommen oder das Treffen mit Camp David, was er sich da ausgedacht hat, nicht stattfinden zu lassen. Der Druck ist sicherlich nicht kleiner geworden mit Syrien, mit seiner Position in Syrien, auch mit der Ukraine. Also insofern muss Khalilzad ihm irgendwas präsentieren, um die 5 Minuten Aufmerksamkeit zu kriegen vom Präsidenten, ne, die er einfach braucht. Das kann sein, ein Austausch von Gefangenen respektive Geiseln. Das ist was Greifbares. Und Gewaltreduzierung, also Waffenstillstand ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist der Major Bargaining Chip der Taliban. Den werden die nicht so einfach aus der Hand geben. Jedenfalls nicht so einfach für die Amerikaner ihre Truppenpräsenz aus der Hand geben. Wir sprechen von Gewaltreduzierung. Das war auch Teil dieses Abschlussdokuments in Doha. Was jetzt nicht, es ist nicht rechtlich bindend. Wir haben auch gesehen, dass nicht die Parteien jetzt nicht unbedingt daran halten. Aber Gewaltreduzierung ist einfach ungeheuer wichtig, weil die Afghanen das auch selber spüren müssen. Und ist natürlich schwierig darzustellen. Ein Anschlag, der nicht stattfindet, den kann man dem Präsidenten der Vereinigten Staaten schlecht als Erfolg verkaufen. Also irgendwas, wo er sich hinstellen kann, sagt die Taliban, genau, die haben jetzt, die haben das verstanden, wir haben ihnen das diktiert und jetzt können wir weiter verhandeln. Also das ist ungeheuer schwierig. Und ich finde dafür, dass er in einer relativ aussichtslosen Position steckt, macht der Botschafter Khalilzad das ganz hervorragend. Aber wir werden sehen, welche Rolle können wir spielen. Wir werden natürlich weiter auf alle
Beteiligten einwirken, eben genau diese Gewaltreduzierung hinzubekommen und werden weiterhin unsere guten Dienste anbieten. Ich glaube, die werden auch recht bald wieder vonnöten sein. Und wir, ja, das kann vielfältige Formen annehmen, aber wir spielen da, glaube ich, auch weiter eine Rolle. Minister Rüpo, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich bedankt, wenn Sie jetzt nochmal an die Zukunft denken. Wenn es eine grüne Regierungsbeteiligung gäbe, sähe die Afghanistan-Politik anders aus oder würden Sie alles genauso machen wie die Bundesregierung jetzt? Natürlich nicht. Also sagen wir mal, die Handlungsspielräume sind ja begrenzt, weil wir ja über Akteure reden, die mit der Zusammensetzung der Bundesregierung weitgehend nicht so viel zu tun haben. Aber was ich geloben kann, ist, dass wir natürlich einen ganz massiven Schwerpunkt setzen auf die Frage der Zivilgesellschaft und die Stimmen, die gehört werden müssen, auch weit mehr gehört werden müssen. Das ist aus unserer Sicht seit dem ersten Tag an die Legitimität gewesen für das gesamte Engagement, nicht nur im militärischen Bereich. Und wenn man das nicht macht, dann hat man die Legitimität dementsprechend nicht. Dazu gehört aber auch, jetzt wiederhole ich ein bisschen, was gerade gesagt worden ist, diese Verhandlungen machen auch deswegen Sinn, weil sie zur Gewaltreduktion führen können. Allein deswegen ist es sinnvoll, da zu sprechen. Aber meine Erfahrung ist, dass ohne Transitional Justice, ohne Aufarbeitung dessen, was passiert ist, und es keine Versöhnung gibt und ohne Versöhnung natürlich keinen Frieden. Am Ende des Tages. Herr Giesmann ist derjenige, der mir möglicherweise hier widersprechen kann, weil er einfach alle Konflikte der Welt immer präsent hat. Aber ich kenne zurzeit keinen auf der Welt, der nicht eine Geschichte hat einer Nichtaufarbeitung von anderen Dingen. Um jetzt mal wirklich ein Beispiel sehr weit weg hier zu bemühen. Es gibt viele, viele Staaten zurzeit in Südamerika, in denen es zu Protesten, Auseinandersetzungen kommt. Es gibt zwei, in denen es halbwegs gut abläuft. Das sind Argentinien und Uruguay. Das hat auch was damit zu tun, dass sie die Geschichte der Diktaturen in ihren jeweiligen Staaten ein Stückchen anders verarbeitet haben als beispielsweise in Chile oder in Brasilien. Und deshalb ist die Frage von Frieden unmittelbar mit der Gerechtigkeit verknüpft. Gerechtigkeit gibt es ohne Versöhnung nicht. Versöhnung gibt es nicht, wenn man aufgearbeitet ist, was vorher passiert ist. Trotzdem ist nochmal richtig, jetzt zu reden, allein das, weil jeder Schuss, der jetzt weniger fällt, weil geredet wird, ist gut. Aber die Überschrift Frieden ist vielleicht ein bisschen sehr groß, bevor man dazu kommt. Sollte trotzdem nicht die Bedingung sein für die Gespräche. Möchten Sie direkt? Ja, bitte. Also erstens würde ich sagen, die Frage der Vergebung oder das, was der Gerechtigkeit hat verschiedene Dimensionen. Also für unterdrückte Minderheiten beispielsweise ist es jetzt völlig unerheblich, ob jemand vergibt oder nicht vergibt. Da bedarf es klarer rechtlicher Regelungen, dass also eine Mitgestaltung oder Partizipation in der Gesellschaft auch möglich ist. Das heißt also, wenn wir über Vergebung oder Versöhnung reden, dann muss man sich, glaube ich, genau angucken, was heißt das dann, was kommt im Ergebnis dabei raus oder was ist beabsichtigt. Und wenn man das nicht von vornherein mit berücksichtigt, dann bleiben das alles leere Worte. Das ist das eine. Das zweite ist, ich würde dann gerne noch mal zu dem, ich hatte das vorhin vergessen zu sagen, also in den Dialog- und Verhandlungstrainings, die wir in Afghanistan seit einigen Jahren machen, legen wir immer sehr viel Wert darauf, dass Frauen und Vertreter der Zivilgesellschaft daran teilnehmen, weil wir davon überzeugt sind, dass durch den Kompetenzerwerb in solchen Prozessen auch aktiv eine Rolle spielen zu können, die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass man an diesen Akteuren auch nicht mehr vorbeikommt. Und das beobachte ich, hat auch Erfolg. Es dauert langsam. Auf Seiten der Taliban, ehrlich gesagt, ist es natürlich sehr viel schwieriger. Die sagen zwar auch, sie hätten Frauen, die sich daran beteiligen würden, aber ich habe noch nie eine gesehen. Aber gut, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Aber ich glaube wirklich, dass die Einbeziehung und vor allen Dingen die Mitgestaltungsfähigkeit in solchen Prozessen durch Frauen die Voraussetzung dafür ist, dass sie auch wirklich Gehör haben. Dankeschön. Wir haben jetzt noch 25 Minuten und Sie können jetzt gerne Fragen stellen. Das habe ich natürlich nicht gesehen, in welcher Reihenfolge die Hände hochgegangen sind. Ich würde sagen, wir sammeln wieder, dann geht es mit den Antworten schneller. Vielleicht der Herr da hinten, wo Sie gerade mit dem Mikrofon an ihm vorbeigehen. Bitte. Hallo. Es wäre gut, wenn Sie sich alle trotzdem kurz fassen können. 2 Minuten. Danke. 2 Minutes. Okay, if we have, I think some things was just missing here, some information, and if we have a broader picture of Afghanistan since 2000, at least 14 up to now, we think that 2014 was a very promising time for the Taliban.
they up to this time the Taliban hired the death of Mullah Omar, and they promised their fighters that we will win in 2014 as soon as the international forces withdraw from Afghanistan, but they couldn't. The only thing we forget is that there is a big exaggeration about the Taliban. And if you look since 2001 up to now, in 18 years, they have not been able to capture a very small village, even a small village, and control it for 1 week. There are some exceptions in Kunduz and in Ghazni, but in general, they have not been able. And I think this is, but this is one aspect. And the other thing is that in 2014, with the beginning of the new government administration and the weakness, they used or they misused the weakness of the Ghani government to change their strategy and their tactic against the international security forces in Afghanistan. If I'm right, since 2014 up to now, the Taliban have very, very rarely attacked the international forces. And instead, they targeted Afghan soldiers in very remote areas. Why? It was on the one hand, it is because of the weakness of Afghanistan government, and the other side, that was a good strategy to derive a kind of moral moral worship, and that's why they think there is a big image that they are the winners. And I think, as far as the Taliban think they are the winners, there won't be a very sustainable peace in Afghanistan, because they think that we can gain more from the negotiation table. It is one point, and just one point more, that in the peace talks in the time of Hamid Karzai up to now, Afghan people, and I mean the victims of Afghanistan, the victims of national security forces were absent. Civil society can represent just in one way, but nobody asks Afghan people, what do you think about the Taliban? Because since 2014 up to now, 45,000 soldiers and security forces were killed. And this means that 45,000 at least Afghan families were victims of this war, indirect victims of this war. And that's why I think the fourth dimension of the table should be reserved for Afghan people. And the Taliban don't have the right to say that, okay, we don't want to talk with them, because Afghanistan government itself has don't legitimacy as a strong to represent Afghan people, I think. Thank you. Dankeschön. Vielleicht der Herr hier vorne. Es tut mir leid, es sind jetzt so viele gleichzeitig gemeldet. Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Der Herr mit dem karierten Hemd. Meine Frage richte ich an Herr Pussel. In den neuen Runden von Gesprächen, die Taliban mit Amerikanern geführt haben, haben die keinerlei entgegengekommen zu einer von den Bedingungen. Und das haben wir gesehen in der letzten Zeit, dass die bis jetzt keine Bereitschaft gezeigt haben, eine Ceasefire zu machen oder andere Bedingungen von der Regierung zu akzeptieren, dass die mit der Regierung in Gespräch zu kommen. Aber gleichzeitig sind wir auch zu dem Punkt gekommen, in dem wir wissen inzwischen auch alle, dass die ein Abkommen haben, der noch nicht unterschrieben ist. Aber es kann sein, dass es jederzeit unterschrieben sein kann. Der deutsche Regierung, also meine Frage ist eher zu den deutschen Positionen in diesem ganzen Puzzle. Natürlich, Deutschland hat seit 2001 in dieser ganzen Krieg in den 18 Jahren sich beteiligt. Aber jetzt, ich möchte gerne wissen, was ist deutsche Position in diesem ganzen Gespräch? Nur um die Taliban anzubieten, dass wir hier kommen, wir bieten ein Facilitating für euch. Ihr könnt hier nach Deutschland kommen, ihr eure Gespräch führen. Oder eher eine harte Position und zu zeigen, ja, was ist für uns wichtig? Also sagen wir, es kommt eine Friedensdeal mit den Taliban morgen. Wie wird der deutsche Regierung das verkaufen? Weil wir wissen, dass es nicht ein Deal ist, der
der legitim ist und der auch vor die afghanische Regierung und auch vor den deutschen Werte, deutsche Demokratie passend ist. Wie werden Sie das wirklich auf die deutsche Bevölkerung das verkaufen? Dankeschön. Ja. Der Herr mit dem blauen Hemd, das sind der Moderator, pardon. Okay, vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch an Herr Purzel und Herr Gießmann. Meine Frage ähnelt sich auch wie die zuletzt gestellte Frage und zwar, inwieweit war das für die Bundesrepublik Deutschland möglich, irgendwie herauszufinden, was eigentlich die eigene Position von Taliban sind? Ich stelle diese Frage deswegen, weil es wird über eine gemeinsame Zukunft entschieden. Und wir haben als junge Generation in Afghanistan, die in der Zeit von Taliban geboren sind, keinerlei Informationen zu den Taliban. Wir wissen überhaupt nicht, welche Werte die vertreten werden, ob wir überhaupt in der Zukunft in dieser Regierung, falls ein Friedensabkommen unterschrieben wird, präsentiert sind. Und zweitens, ob Taliban überhaupt selbstständig agieren können in diesen ganzen Prozessen. Wir haben über die Position von Afghanistan gesprochen und von den anderen Ländern, aber über Taliban haben wir nicht so detailliert gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Potze, da gingen jetzt 2 bis 3 Fragen an Sie, wenn Sie die vielleicht direkt versuchen, mich mal kurz zu fassen. Ja? Also, dass die Taliban bei den Gesprächen mit Amerikanern keinerlei entgegenkommen, signalisiert haben, das würde ich so nicht sehen. Sie haben immerhin gesagt, sie würden dafür sorgen, dass kein Terrorismus mehr von afghanischem Gebiet ausgeht. Sie würden Al-Qaida und IS bekämpfen. IS bekämpfen sie tatsächlich schon. Wie weit das verifizierbar ist, wie weit das umgesetzt wird, das ist eine andere Frage. Aber sie haben zumindest gesagt, sie haben auch gesagt, dass sie mit der afghanischen Regierung sprechen werden, sobald es dieses Abkommen mit den USA gibt. Also das sind, finde ich, schon Entgegenkommen. Wie die Taliban-Position ist, ja, ich meine, am besten findet man das heraus, indem man mit den Taliban spricht. Und das war ja gerade eben der Sinn der Gespräche in Doha, dass eben eine doch repräsentative Delegation aus Afghanistan, aus Kabul und weiteren Städten da war. Da waren auch Jugendliche dabei, da waren Frauen dabei, da waren Regierungsmitglieder dabei, da waren Geistliche dabei, da waren weibliche Rechtsgelehrte, Religionsgelehrte dabei. Das war wirklich eine ziemlich bunte Truppe, sehr beeindruckend. Und die haben mit den Taliban geredet und haben herausgefunden oder versucht herauszufinden, wie die Positionen sind. Ich glaube, von einer homogenen Position der Taliban kann man wohl auch nicht sprechen. Sie sagten selbst, Taliban sind auch nicht immer ihr eigener Herr. Sie sind sicherlich unabhängiger von Pakistan, als es manchmal angenommen wird. Aber so ganz repräsentativ ist die Truppe da in Doha, diese Political Commission, TPC, nun auch nicht. Da spielen auch noch andere Kreise eine Rolle. Aber zumindest haben wir versucht, das in Doha rauszufinden. Ansonsten unsere Position, wie wir das an die deutsche Bevölkerung verkaufen, klar, ich meine, Afghanistan ist nach wie vor emotional belegt hier in Afghanistan. Viele deutsche Soldaten, Polizisten, Diplomaten haben und NGO-Mitarbeiter waren in Afghanistan, haben da gelebt, haben da gearbeitet und das lässt uns nicht ganz kalt. Das ist schon klar. Ich sehe aber trotzdem in erster Linie erstmal die Aufgabe darin, der afghanischen Bevölkerung das klarzumachen oder, wie Sie sagen, zu verkaufen. Ich meine, der Bundestag muss dem Mandat zustimmen, der Bundestag muss finanzieller Hilfe zustimmen, Entwicklungszusammenarbeit zustimmen, aber letzten Endes ist es nicht nicht so erheblich, wie wir das hier sehen, sondern wie die Afghanen das sehen. Das ist viel wichtiger. Und ich muss sagen, noch mal ganz kurz zurückzukommen auf die Beteiligung der afghanischen Regierung an den Gesprächen zwischen den USA und den Taliban in Doha. Natürlich waren dort keine Vertreter der afghanischen Regierung dabei und ich finde nach wie vor, das hat auch seine Gründe und die sind nachvollziehbar. Nur war die afghanische Regierung immer sehr, sehr eng informiert. Khadizad hat ständig telefoniert mit Rani, mit Abdullah, auch mit Karzai, mit Leuten in der Opposition. Und wenn es
zu einem Abkommen zwischen den USA und den Taliban kommen wird, wird gleichzeitig auch also eine Erklärung geben der afghanischen Regierung, die dieses Abkommen endorsiert. Das heißt, ohne eine generelle Zustimmung der afghanischen Regierung wird es dieses Abkommen nicht geben. Nochmals zu der Frage von Ihnen, zu der, also wie weiß man, wie die Taliban denken. Also in der Tat, Gespräche, die Taliban sind auch mehr outspoken als in der Vergangenheit. Also sie sind auch selber daran interessiert, ihr eigenes Image zu polieren und melden sich über die sozialen Medien zu Wort. Dann natürlich auch Gespräche mit Dritten, von denen man weiß, dass sie auch über bilaterale Kontakte verfügen. Was interessant war in dem Dialog in Doha, war, dass die Taliban wirklich sichtlich bemüht waren, geschlossen aufzutreten. Also möglichst auch in großen Gruppen und also tatsächlich geschlossen. Und das wurde interpretiert von manchen als ein Zeichen der Stärke. Ich würde es aber auch als ein Zeichen der Schwäche interpretieren, weil sie in der Tat darum bemüht waren, nicht mit differenzierten Meinungen in Erscheinung zu treten. Denn in informellen Gesprächen zeigen sich durchaus Nuancen auch in den Positionen, zum Teil auch Unterschiede in den Positionen auf Seiten der Taliban. Eine weitere noch mal interessante Beobachtung aus dem Doha-Dialog war, wir hatten eigentlich vor, Breakout-Sessions zu organisieren, wie das also in solchen Dialogen ja immer auch der Fall ist. Auch das war von den Taliban mit den Taliban nicht zu machen, weil sie also auf jeden Fall versuchen wollten, eben immer als Gruppe zusammenzubleiben und dann eben auch jemanden für sich sprechen zu lassen, der dann quasi die autoritäre Meinung der Taliban vertritt. Das kennt man auch aus früheren Verhandlungen. Das ist also jetzt keine völlige Überraschung, aber es ist ein weiteres Zeichen eigentlich der Schwäche, nicht unbedingt der Stärke oder der Unsicherheit, dass möglicherweise in einer intensiveren Diskussion dann auch unterschiedliche Meinungen zum Tragen kommen, die die Bewegung insgesamt als nicht so geschlossen ansehen lassen, wie sie sich selbst gerne öffentlich präsentieren. I just wanted to have a brief remarks on the issue of Taliban fighting Daesh. Honestly, I, as an Afghan and as a Muslim, I'm struggling to understand that phenomenon because from the policy point of view, they're not very different from each other. They're dealing with the ethnic minorities. They're dealing with the religious minorities. They're dealing with the people of different sexual orientations, their interpretation of Sharia, their dealing of, you know, punishment that they are going to implement. They are not different one from the another. I think the only thing that would make them to fight each other would be over territories. This is exactly what happened between Mujahideen and the Taliban, because the most fundamental groups of Mujahideen joined the Taliban. And now the most fundamentalists of like another level of Taliban are becoming Daesh. But at the end of the day, they are two sides of the one coin. And I don't understand like what would make them to fight except that there is an interest over control of a territory and that's it. Or maybe who masters them, whether it's Pakistan, Saudi or Iran, I don't know. Ich wollte nur zu der Frage zurückkommen, der Glaube an den Sieg, den es gibt auf der Taliban-Seite. Ich meine, das gibt es ja auch, haben wir auch gerade gehört, auf der Seite der Regierung. Und dieser Glaube an den Sieg ist ja immer der Tod jeder Friedensverhandlung, weil man ja dann sowieso einfach nur warten muss. Und das Problem ist, das ist nicht nur ein Nebeneffekt, sondern ein Haupteffekt der Gespräche von Khalilzad, ist genau, dass dieser Siegglaube ja auch massiv gestärkt worden ist, weil man gesagt hat, ihr sagt, ihr werdet keine Anschläge mehr zulassen auf unserem Territorium, dafür gehen wir. Und dieses komplette Gehen der Amerikaner und alles, was da dran hängt, was ich vorhin beschrieben habe, ist natürlich quasi ein Timer für die Taliban, darauf zu warten, bis die anderen weg sind. Dann kann man die militärischen Kräfte ganz anders dann vermessen, um zu überlegen, ob man gewinnen kann. Und das ist ein Riesenproblem. Weiterhin, was bleibt? Genau, eine Frage noch. Vielleicht der Herr hinten in der letzten Reihe. There's been mentioned there's like 35 million population in Afghanistan, of which 50% are under 18. What is the sort of, there's no real sort of consideration of actually targeting the
the under 18-year-olds. And what is there a policy there for future strategic communication programs to try and dissect them from the current problems? Are they are the future, but no one is talking about them. Ich habe zwei kurze Fragen. Mein Name ist Mustafa. Ich habe eine kurze Frage an Herrn Potzal, obwohl er eigentlich vieles versucht hat zu erklären in Bezug auf die deutsche Position. Aber da hätte ich auch seine eigene Meinung in Bezug auf die Friedensverhandlungen zwischen Taliban und Amerika. Wir haben gemerkt, dass von Anfang an diese Friedensverhandlungen von der afghanischen Regierung oder von einem Flügel der afghanischen Regierung immer wieder torpediert wurde, weil da einer sozusagen daran nicht geglaubt hatte, dass er weiterhin im Amt bleiben würde, falls die Taliban zu diesen Friedensverhandlungen oder zu diesem Vertrag Ja sagen würden. Das heißt, er hat alles daran gesetzt, dass diese Friedensverhandlungen sozusagen irgendwann für beendet erklärt wird, sogar in Washington und Amerika und so weiter lobbyiert und so weiter. Glaubt Herr Potzel, dass im Falle einer Fortsetzung dieser Friedensverhandlungen, sei es mit Herrn Khalilzad oder jemandem anders von der US-Regierung, ein Frieden mit der jetzigen Regierung, die eigentlich gar keine Regierung ist, oder mit der nächsten Regierung, falls die gleiche Führung oder die gleiche Person diese führen wird, möglich ist, weil da irgendwie meiner Meinung nach auch persönliche Interessen dran sind und sobald einer glaubt, er ist nicht mehr in der Macht, würde er auch alles nochmal torpedieren. Das ist eine Frage. Und die zweite Frage an Frau Mossadegh. Sie haben gesagt, justice at all cost. Also Gerechtigkeit um jeden Preis. Ich glaube, das ist eine sehr unrealistische Herangehensweise in Bezug auf Afghanistan, meiner Meinung nach. Ich mag die Taliban genauso nicht, wie Sie sie nicht mögen. Habe ich auch während der Taliban-Zeit in Afghanistan gelebt. Ich kenne auch die Regierungsweise, die Sie dort implementiert haben. Wie würde diese Gerechtigkeit um jeden Preis Ihrer Meinung nach aussehen? Denn wenn man so vorgehen würde in Afghanistan, da sollte jeder jeden umbringen, damit Gerechtigkeit sozusagen dort herrscht. Und das ist nicht möglich. Also ein Auge für Auge, wie man immer wieder sagt, ist leider nicht möglich. Und da sollte man einfach mit den Taliban, auch wenn man die nicht mag, Kompromisse machen, denn sonst bedeutet das der Tod von vielen jungen Männern auf beiden Seiten, würde ich mal behaupten, aber eher auf der Seite der afghanischen Truppen, die täglich getötet werden für nichts. Und da würde ich einfach Sie fragen, wie würde diese Gerechtigkeit Ihrer Meinung nach aussehen? Denn ich persönlich halte das einfach für unrealistisch. Dankeschön. Vielen Dank. Wir müssen dieses Mal pünktlich aufhören, deswegen können wir jetzt keine Fragen mehr annehmen. Aber einige der Gäste sind gleich über die Mittagszeit noch da. Also wenn es noch ganz dringende Dinge gibt, können Sie es gerne dann persönlich tun. Herr Potzel, Sie sind direkt gefragt worden, Fortsetzung der Friedensverhandlungen. Und dann Frau Mossadegh. Ja, also meine persönliche Meinung ist, glaube ich, hier unerheblich. Und Friedensverhandlungen gibt es ja noch nicht. Also das, was die Amerikaner mit den Taliban machen, das ist keine Friedensverhandlung. Dass da persönliche Interessen immer eine Rolle spielen, ist völlig natürlich. Das liegt in der Natur der Menschen, glaube ich. Und ob da jetzt der Präsident oder der CEO da jetzt was gegen Friedensverhandlungen haben, kann ich nicht sagen. Wichtig ist, und darauf da können wir auch Druck ausüben, ist, dass die Verhandlungsdelegation, die es dann aus Kabul geben wird, muss eine inklusive sein. Da müssen eben Frauen dabei sein, da müssen Vertreter der ethnischen Minderheiten dabei sein, da müssen Leute vom Lande dabei sein und auch von der Geistlichkeit. Also das, denke ich, das kann man aber hinkriegen. Noch ein Wort, wer sind denn eigentlich die Taliban? Und zu dieser ersten Bemerkung von dem Herrn da ganz hinten, ich will jetzt hier keine Werbung machen für die Taliban, aber die sind schon präsent. Also die kontrollieren schon gewisse Anteile an Gelände und auch Bevölkerung. Nur nicht die großen Städte, nicht die Distriktzentren, nicht die Provinzzentren. Da haben sie mal Angriffe gemacht, können die aber nicht halten. Völlig richtige Beobachtung. Aber die sind schon verwurzelt in der Bevölkerung. Ich meine, das sind Taliban sind Afghanen wie Sie, die hier teilweise im Publikum sitzen. Und das war das Interessante in Doha halt, dass es diese
Erkenntnis erstmal einsickern musste. Das ist eine Guerilla. Und eine Guerilla kann ohne Verwurzelung in der Bevölkerung, glaube ich, nicht erfolgreich sein. Jedenfalls nicht so erfolgreich sein, wie die Taliban sind. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und deswegen ist es auch wichtig, vor allen Dingen auch die Anhänger der Taliban oder die sich zwangsweise zu Anhängern der Taliban werden, weil sie eben da erpresst werden. Aber man muss einfach mit denen reden, man muss mit denen zu einem Ausgleich kommen. Mit wem sonst? Ich habe das nicht verstanden, dass das Abschlachten der Schlechter jetzt Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit ist einfach eine Aufarbeitung der Verbrechen. Es gibt so viele Beispiele, Kambodscha, Ruanda, Südafrika, und es müsste einen afghanischen Weg dessen geben, der erfunden wurde. Aber ich kann nur sagen, ohne diese Gerechtigkeit, und da geht es nicht um Hinrichtungen, wird es keinen Frieden geben. Und die Gründe sind, glaube ich, ausführlich genannt worden. Ich wollte nur einen Satz sagen zu der Frage, was würden wir denn anders machen, wenn wir denn regierten? Es gibt vieles, was ich gesagt habe, will ich nicht wiederholen. Ich habe eines vergessen, was ich hier nicht vergessen darf, nämlich wir würden asylpolitische Lageberichte schreiben, die nicht dazu führen, dass die Leute abgeschoben werden. Das führt nicht nur zu riesiger Unsicherheit in der Community hier, sondern es ist auch sicher kein Beitrag zur Stabilität in Afghanistan. Yeah, I do apologize, my friend, if you misunderstood my points. I didn't say that justice under any condition. I said justice has to be part of the peace talks at one point. I said without addressing the past, without addressing our grievances, without addressing the rights of the victims who suffered on all sides of the conflicts, whether victims of Americans, whether victims of Afghan government, or victims of the Taliban, they have to be heard and justice has to be preserved at some level, at some point. I didn't say an eye for eye, and I'm sorry if you believe that justice is only maintained through killing each other. Because in absence of justice, this is what has happened in Afghanistan, because we keep killing each other. We take revenge because there is no justice. If there has been a justice, I'm sure the level of the violence would have came significantly to a lower level rather than what we have now. Because what happened, if I don't get justice from my government, then I have to take a gun and go and kill the perpetrator or take my revenge in one or the other way. If a justice is preserved, I would not do that. I would not use my gun, and I would rather put my trust and my faith into the system and into the judiciary, and I believe that they would do the thing and the right thing for me. So I didn't say that, but we as Afghans, we have suffered a lot, and we know one of the reasons that we have suffered because the same perpetrators are brought on and on to power. Because the same perpetrators are taking a leverage over more killings, and they are taking more leverage. Why Mujahideen are now in power in Afghanistan? Why they were brought part of the Bonn peace negotiations? Why they became in the parliament? Why came to the, and even now when the peace talks are happening, why they are part of those talks? Because they have killed more. Because everyone is scared, if I don't involve them, they will kill more. They will destabilize. And that cycle has to end at one point. It's difficult, but it's not impossible. That vicious cycle has to break at one point. Without that, I'm telling you, I have experienced, I'm much older than you are, and I've grew up in war. I have seen so many of these immunities, impunities, general amnesties, none of them brought peace in Afghanistan. Whether those impunities were during communist era, whether those impunities were during Mujahideen, whether those impunities were granted during the Taliban or with the current government. Even the 2007 amnesty law, which forgave everyone who were involved in the conflict, did not bring us peace and stability, because it simply forgives the right, the basic right of, whether it's from the religious point of view or from the human point of view, justice is a fundamental point and it has to be preserved at one point. Not now, but why not in another 10 years? Germany just dealt with their Nazi perpetrators in recent years. That man was over 90 years old. He couldn't stand trial, but they did it. Maybe for the victims
who were suffered. They were not there to see it, but their grandchildren saw it, and it gave them some peace. But what would have happened if there wasn't any justice? And the experience has shown, without justice, you cannot have a durable peace or security. And this is with all I know from Afghan society, because Afghan society is also built on forgiveness and also on revenge. If you go and say, I'm so sorry that I have committed this to you, can you please forgive me? They would say, okay, I have forgiven you. But if you say, please forgive me, and then you go and do it again, they will take a revenge on you. And this is the nature of Afghans. We are built on both forgiveness and on revenge. We have to break that cycle. Thank you. Eine Frage war zu wichtig, um sie fallen zu lassen. Das war die nach der Jugend. Es ist immerhin ja eines der guten Ergebnisse der letzten 20 Jahre, dass wir eine sehr gut ausgebildete junge Generation von Afghanen haben, die auch was zu sagen haben, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Praxis, in der gesellschaftlichen Praxis, in der Politik. Und ich würde einfach nur sagen, die gehören in den Dialog und die gehören in den Verhandlungstisch. Das wäre sozusagen mein Plädoyer am Schluss. Hans-Joachim Giesmann, vielen Dank. Horia Mossadeq, thank you very much for being here. Markus Potze, noch Ihnen vielen Dank und Omid Nuripur gleichfalls. Jost, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Nicht? Gar nichts? Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme, natürlich allen Podiumsteilnehmern, auch aus dem ersten Panel. Und wie Christian Jakob schon gesagt hat, wir bieten Ihnen jetzt unten noch einen Lunch an und ich würde Sie auch gerne auffordern, diese Gelegenheit zu nutzen, diese wichtigen Themen auch weiter zu vertiefen. Vielen Dank fürs Kommen und ich freue mich, dass das gut geklappt hat. Danke. Ja, vielen Dank auch an die Übersetzung. Ja.